der Tech-Branche kommt. Das muss immer ganz am Anfang kommen, wunderbar. Dankeschön, genau. Thema Technologie, ein ganz, ganz wichtiger Hebel in der Landwirtschaft ist. Wir wissen alle, Technologie kann uns nicht alleine retten, ist nicht die einzige Lösung in der Landwirtschaft, um mit unseren Herausforderungen umzugehen, aber ist trotzdem ein ganz wichtiger Teil und ein ganz wichtiger Hebel eben. Und darüber werden wir uns heute ganz viel austauschen. Nächste Woche ist dann der allerletzte Dialog, und zwar der Dialog zum Thema Land- und Bodenverantwortung. Also nochmal ein ganz, ganz neues Thema. Genau, und heute bin ich, Vanessa, heute für euch da von der Farm for Climate Challenge als Moderatorin gemeinsam mit Amelie Riedesel, die ihr auch später noch ganz, ganz viel hören werdet. Genau. So, wie ihr wisst, ist das globale Ernährungssystem, also alle Aktivitäten angefangen von Düngemittelproduktion bis hin zum Konsum nachher bei uns zu Hause, für mehr als ein Drittel der Emissionen verantwortlich. Und Technologie spielt bei der Umsetzung unserer Klimaziele jetzt eine ganz große Rolle, denn Technologie und allgemein natürlich digitale Anwendungen können einmal dabei helfen, den CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft, in der Produktion zu verringern, aber natürlich auch durch Carbon-Removal-Technologien zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre im Boden zu speichern, also wieder rauszuziehen. Und genau das wird heute präsentiert werden. Und zwar haben wir ganz viele verschiedene Beiträge von spannenden Technologen, Startups, wissenschaftlichen Projekten, die sich mit Technologien auseinandersetzen in diesen Bereichen. Bevor wir aber da reingehen, interessiert es uns total, was denkt ihr? Was habt ihr schon für spannende, interessante Technologien, vielleicht ganz neue Sachen, die ihr euch vorher gar nicht vorstellen konntet, gesehen? Dafür machen wir das Altbekannte. Zieht alle eure Handys raus. Ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm hier. Und da seht ihr einen QR-Code, der zu einem Mentimeter führt. Das Mentimeter werden meine Kollegen auch noch in den Chat schreiben. Genau, also ihr könnt einfach hier mal das Bild scannen. Und da werdet ihr gefragt, was habt ihr oder welche neuen spannenden Technologien in der Landwirtschaft, in der Ernährung kennt ihr, habt ihr gesehen? Also denkt gerne kreativ. Wir freuen uns auch über ein paar verrückte Einsendungen von mini kleinen neuen Robotern bis hin zu irgendwelchen Sachen, die ihr vielleicht aus Sci-Fi-Romanen, Novels kennt. Bekanntlich sagt man ja, was vor 40 Jahren im Sci-Fi war, ist heute real. Stimmt, glaube ich, nicht immer, aber ne, deswegen, also gerne, gerne kreativ denken. Bin ganz gespannt. Und während ihr überlegt, was ihr so kennt an Technologien und was ihr spannend findet, möchte ich nochmal ganz kurz Danke sagen an unsere Partner, PartnerInnen, die Living Soil Journey überhaupt erst möglich machen. Und das ist unter anderem natürlich Veleda, die das Ganze mit uns, diesen ganzen Kommunikationsteil mit uns auch gelauncht haben und die bis dann auch mit Inspiration waren für die Living Soil Journey. Dann natürlich unsere FörderpartnerInnen, die Eloba Stiftung, die Fantastisch Stiftung, das Vodafone Institut, die Stiftung Mercator in der Schweiz, aber auch Hello Solution, Philipp habe ich auch schon gesehen heute, und Gut und Bösel, wer Benedikt Bösel kennt. Ne? Also vielen, vielen Dank an euch PartnerInnen, die das hier möglich machen. Damit würde ich mal mein Slide-Sharing stoppen und mal Amelie fragen, wie sieht es bei dir aus auf der Word Cloud? Bekommst du hier schon was rein? Ja, Moment. Ja, hier kommt schon einiges rein und deswegen werde ich das gleich auch sofort mal mit euch teilen. Okay, checken hier. Hier geht es schon richtig ab. Na, dann lese mal vor, was du siehst. Genau. Ganz kleinen Moment noch. Ich sehe hier schon die ersten Precision Farming, ganz groß. Das werden viele, viele Leute angewandt haben. Ne, das klassische Landwirtschaft 4.0 Thema. Oh! Sorry, dann kommt wieder hakt ein bisschen. Precision Farming, autonomes Fahren, ganz spannend. Großes Thema. Genau. Und Fahren. War das von Jobst? Nee, okay. Bodensport macht ihr, glaube ich, auch, habe ich gesehen. Agroforst. Biochar, also englisches Wort für Pflanzenkohle, sehe ich hier. Da haben wir auch was, Väter. Drohnen zum Samenpflanzen, finde ich auch super, ne? Wie Nanoroboter, wenn dann Drohnen auch irgendwann ganz klein werden, ne? Farmroboter. Oh, Ortungschips beim Vieh. Das habe ich auch noch nie gehört. Amelie. Tja, du. Es geht weiter. Automation natürlich. Fernerkundung, da werden wir auch noch gleich was drüber hören. Humus. Auf jeden Fall eine wichtige Technologie, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ja, finde ich cool. Also Humus hätte ich jetzt nicht als Technologie definiert, aber ne, da können eine, wir... Eine Perspektive. Bilderkennung. Ne, ganz wichtig, da haben wir auch viel heute drüber. Fernerkundung, ne, das gehört auch in den Bereich. Roboter zur Unkrauterkennung auch. Sehr schön. Ja, werden wir auch. Immer mehr kommt hier. Agri-Photovoltaik werden wir heute auch zuhören.
Wunderschön. Schwarmroboter, das macht mir schon wieder Angst. Da denke ich an die Dan Brown Novels hier. Keine Sorge, dazu gibt es gleich auch noch einen Beitrag. Dann wird deine Angst genommen. Ich glaube, so gefährlich ist es nicht. Regenerative Farming als Technologie hier wieder definieren. Ne? Finde ich auch echt spannend, wenn wir sagen, dass wir, also was ist eine Methode, was ist eine Technologie? Menschliche Hände, auf jeden Fall. Cool. Super, vielen, vielen Dank für die Kreativität. Da haben wir schon mal ganz viele von den Themen, die wir heute sowieso angehen werden, auf einem Bild gesehen. Damit gebe ich zu Amelie, die uns durch den heutigen Abend führt. Da werdet ihr ein paar der Worte nochmal wiedersehen. Genau, also wir haben heute eine ziemlich große Anzahl von Speakern dabei. Dafür haben wir auch eine Agenda-Slide vorbereitet. Und zwar haben wir heute so ein bisschen den Ablauf anders geplant, weil wir so viele sind und euch möglichst viele auch viele neue Lösungen vorstellen wollen. Beginnen wir mit einem Fachinput, also erstmal mit einem Impuls von einem praktizierenden Landwirt, dem Jobst, der aber auch Leiter des digitalen Praxislabor, ein Projekt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist. Also mit Jobst starten wir heute in den Abend. Dann kommt ein Input von Marian Krüger, der vom SysLab von der ETH Zürich Co-Lead des Carbon Removal Accelerators ist und uns einen Überblick über die neuesten Climate Tech Startups geben wird. Und dann haben wir so drei verschiedene Themenblöcke erstmal für euch vorbereitet, wo ihr dann verschiedene Lösungen hören werdet, aber auch die Möglichkeit haben werdet, Fragen zu stellen. Da werden wir nochmal einen Menti-Link schicken. Also ihr könnt immer während der Präsentation Fragen an die Redner stellen, die wir dann aufnehmen werden. Also wirklich Aufforderung an euch, auch da aktiv zu werden und interaktiv diesen Dialog mit uns zu gestalten. Und das erste Thema ist CO2-Messung. Also Messbarkeit ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es auch um gerade CO2-Speicherung im Boden geht. Und da hören wir einmal den Ivo von Climate Farmers, den kennt ihr ja wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile sehr gut, und Stefan Gönner von dem Startup Sequana, die beide auch Teil vom Carbon Removal Accelerator der ETH Zürich sind. Dann geht es weiter mit den Themen Solarenergie und Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist eine ganz wichtige Carbon-Removal-Technologie. Wir haben es gerade auch schon in der Word Cloud gehört, Biochar. Und da haben wir einmal den Professor Daniel Krey von der Hochschule Offenbach dabei, der das Projekt Landwirtschaft 5.0 vorstellt. Die integrieren Pflanzenkohle und Photovoltaikanlagen. Und Kaspar von Ziegner, der das Unternehmen Carbon Control vorstellen wird. Auch hier gibt es wieder Möglichkeiten, eure Fragen zu stellen. Genau, damit geht es weiter zum großen Thema Robotik und Landmaschinen. Robotik, da geht es einmal um Schwarmroboter, die übers Feld fliegen, die uns aber, glaube ich, nicht so viel Angst machen sollten. Also das ist eine ganz spannende Technologieentwicklung, die uns Rotter Trappe von Zauberzeug vorstellen wird. Und dann haben wir Hubertus Kleuter, der seine Initiative Kleutec vorstellt. Das ist eine Gülle-Verschlauchungstechnik. Da werden wir bestimmt auch noch coole Bilder sehen gleich von Hubertus. Hubertus ist übrigens auch Teil der Farm for Climate Challenge. Genau, dann schließen wir diesen Landwirtschaftsbeitrag ab mit einem Impuls von Ariella van Hoven von Airfarm, die neueste App von Airfarm vorstellen wird. Und dann schauen wir nochmal so ein bisschen über die Landwirtschaft hinaus in die Lieferkette und hören zwei spannende Startups zum Thema Transparenz in der Lieferkette. Das ist einmal Ours und Spark Global, die versuchen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und damit, genau, gebe ich jetzt direkt einmal weiter an den Landwirten Jobs Gödicke. Er ist nicht nur Landwirt, sondern eben auch Leiter des Praxislabor von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die ganz spannende Technologien von Robotern und Drohnen auf den Feldern testen, also wirklich on the ground. Und das Wissen dann auch weiter an Landwirte geben. Also Jobs, ich habe dich schon gesehen. Genau. Ich will jetzt noch rausnehmen. Genau, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen. So. Haut das hin, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja, wunderbar. So. Ich versuche mal, jetzt sollte es funktionieren, ja. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jobs Gödicke. Ich bin Landwirt und Leiter des Praxislabors Digitaler Ackerbau. Und was verbirgt sich hinter dem Praxislabor? Wir als Landwirtschaftskammer Niedersachsen wurden immer wieder gefragt von Landwirten, wie können wir in die Digitalisierung einsteigen? Welche Verfahren gibt es? Was macht Sinn für uns?
Und vor diesem Hintergrund wurden wir gefördert vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Niedersachsen. Und wir testen dort verschiedene Verfahren. Beispielsweise testen wir eine Sensorhacke, die hier im Bild zu sehen ist. Und zwar ist die Besonderheit von diesem Gerät, dass diese Hackmaschine die Zuckerrübenpflanzen, die im Bild zu sehen ist, erkennen kann. Und die Besonderheit ist, dass sie, ja, wie gesagt, die Zuckerrübe von Unkräutern unterscheiden kann und auch innerhalb der Hacke zwischen einzelnen Rübenpflanzen, was andere Verfahren nicht können, Unkräuter entfernen kann mit einem mechanischen Sichelschar, wie man es hier auch im Bild erkennen kann. Und dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dass wir chemische Pflanzenschutzmittel einsparen können. Eine weitere Innovation, die wir angeschafft haben und die wir ausgiebig testen, ist der sogenannte Sensorspaten. In der Landwirtschaft ist es so, dass die Landwirte ihren Boden untersuchen müssen, um zu sehen, was für Nährstoffe im Boden sind, um dementsprechend ihre Düngung anpassen zu können. Und da ist es ja bis dato so gewesen, dass die Landwirte mit ja, so einem sogenannten Probennehmer, das ist so ein kleines Rohr aus Metall quasi, was in den Boden geschlagen wird, und damit werden geringe Mengen des Bodens entnommen, und diese Bodenproben werden an ein Analyselabor geschickt. Und es dauert halt ja ungefähr 3 Wochen, bis man die Analyseergebnisse hat, was sehr arbeitsintensiv und zeitintensiv ist. Und ein Startup, die von der Firma Stenon, die haben einen sogenannten Analysespaten entwickelt. Dieser Spaten besteht aus einer gewissen Sensorik, optischen Sensoren und Leitfähigkeitssensoren. Und dieser Spaten ermöglicht es, ja, dass man ihn einfach in den Boden sticht und er der Messwerte an eine Cloud liefert. Da läuft ein Algorithmus drüber, und mithilfe dieses Algorithmus können ja, die Analysedaten, also die Nährstoffdaten des Bodens, georeferenziert und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 30 Sekunden, an den Spaten übermittelt werden. Und dementsprechend ja, weiß der Landwirt konkret, was in seinem Boden los ist und ja, wie er seine Düngung gestalten soll. Ein weiterer wichtiger Punkt des Praxislabors ist, dass wir nicht nur auf der einen Seite Daten generieren, sondern auf der anderen Seite diese Daten auch direkt weitergeben im Rahmen eines mobilen Schulungszentrums. Wir haben so einen Showtruck in Anführungsstrichen, der als mobiles Schulungszentrum umfunktioniert ist und der durch ganz Niedersachsen fährt. Und die Erkenntnisse, die wir gemacht haben, oder auch diese digitalen Techniken wie einen Sensorspaten, damit fahren wir dann durch Niedersachsen und schulen quasi die Landwirte auf Feldtagen, aber auch wir gehen an die Berufsschulen beispielsweise und können so die jungen Landwirte, die nachwachsende Generation so ein bisschen sensibilisieren, was digitale Techniken angeht. Und ja, wir nehmen die Landwirte mit auf den Weg in die Digitalisierung, um ihnen zu zeigen, was gibt es für Möglichkeiten, wo gibt es Einsparpotenziale. Und auf der anderen Seite wollen wir aber unabhängig beraten, sodass wir auch sagen, ja, was kommen da an Kosten für auf die Landwirte zu? Und ja, was gibt es beispielsweise auch für Fördermöglichkeiten oder wo sind gewisse Grenzen von einer Technik? Das ist so sozusagen die Zielsetzung, die wir im Praxislabor haben. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende meines fixen Impulsvortrages und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Jobst. Sehr, sehr spannend. Ich habe dir, glaube ich, nebenher die ganze Zeit überlegt, so was sind die Alternativen der Technologie, was war davor da? Erzähl nochmal ganz kurz, was, wenn solche Technologien nicht verwendet werden, was in allgemeiner der Landwirtschaft sonst benutzt werden müsste. Also herkömmlicherweise ist es ja so, dass wir im Beispiel der Unkrautbekämpfung, ja, werden chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, um die konkurrenzschwache Zuckerrübe gegen Unkräuter zu schützen, beziehungsweise ja, dass wir die Unkräuter bekämpfen und dementsprechend die Konkurrenzkraft der Zuckerrübe stärken. Bei der Bodenanalyse ist es so, dass es ja herkömmlicherweise so ist, dass die Landwirte zu Fuß mit sogenannten Bohrstöcken, also so kleinen Metallstäben, über das Feld laufen. Ja, was sehr anstrengend ist und dementsprechend ja, die Bodenproben entnehmen und die dann bis zum Feldrand tragen müssen. Also es ist eine sehr ja, arbeitsintensive Geschichte. Und da spielt die Digitalisierung, bietet da natürlich ja, eine erhebliche Erleichterung, indem man nur diesen Spaten, der in etwa so 1 bis 2 Kilo wiegt, über den Acker tragen muss.
Ja, fair. Dankeschön. Super, super spannend, was ihr macht. Bleibt gerne noch dabei heute, dann hört ihr auch die anderen Innovationen an. Damit gehen wir direkt weiter zu unserem nächsten Redner, und zwar zu Marian von der ETH Zürich, vom SUS Lab, der auch schon länger mit der Farm for Climate Challenge arbeitet, unter anderem als Mentor auch für unsere InitiatorInnen tätig war, unter anderem auch mit uns gemeinsam unseren Prozess entwickelt hat, wie wir für Stipendien aussuchen. Also Marian, willkommen heute. Super, dass du da bist. Ihr hattet ja eine ganz spannende Zeit jetzt die letzten Wochen im Aufbau des CDR Accelerators. Habt ganz viele Bewerbungen bekommen. Ich denke, es gibt im Moment vermutlich in dem Markt Carbon Removal niemanden, der mehr informiert ist, was da ist, einfach weil du wahrscheinlich jetzt diese ganzen Bewerbungen durchgegangen bist und von sehr, sehr neuen Technologien gehört hast. Also wir freuen uns total, da jetzt ein bisschen von dir zu hören, was du im Markt so als die Trends siehst im Moment. Danke. Ja, danke dir, Vanessa. Und ja, tatsächlich, die letzten Wochen waren spannend und ich bin trotzdem auch immer gern bei euren Veranstaltungen. Und an dieser Stelle nochmal danke, dass ihr es macht und auch danke für die Zusammenarbeit, die wir mit euch haben. Das ist echt sehr, sehr cool, auch bei dem Accelerator. Heute wird der Accelerator auch eine kleine Rolle spielen. Was ich aber so ein bisschen versuchen werde und was wir generell am SUS Lab machen, also wir sind angedockt an die ETH Zürich, machen aber keinerlei primäre Forschung, müssen auch zum Glück keine Research Paper publizieren, sondern dürfen im Grunde uns aussuchen, an welchen impactvollen Themen wir arbeiten wollen. Und das ist meist irgendwie an der Speerspitze der Innovation. Wie schaffen wir es, Technologien, die gerade am Aufkommen sind, in die Industrien, die die dreckigsten sind, die emissionsstärksten reinzubekommen und da die größten Probleme zu adressieren. Und auch als Disclaimer, ich bin definitiv nicht der größte Landwirtschaftsexperte, aber was ich und was wir uns immer wieder anschauen, ist, welche Technologien kommen da gerade wirklich sozusagen ganz, ganz am Ende der Innovation auf auch die Landwirtschaft hinzu. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute versuchen wollte. Zum Glück haben wir ja weitergehend gleich ein paar Experten drin. Da bin ich auch froh, dass einige der Themen, die ich jetzt euch anspreche, sozusagen angeteasert werden und dann Ivo Stefan und auch noch die anderen Speaker das noch aufgreifen können. Ich glaube, zum Thema der Rolle der Landwirtschaft, was die Greenhouse-Gas-Emissionen angeht, brauche ich nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist zu Genüge auch eben schon angesprochen worden. Was ich aber interessant finde, und das unterscheidet auch die Landwirtschaft von anderen Industrien, in denen wir unterwegs sind, ist zum einen, dass es eben nicht nur um CO2-Emissionen geht, sondern auch um die anderen Greenhouse-Gases, also auch um Methan und auch um Lachgas, und dass die Emissionsstruktur ziemlich komplex ist. Also bei vielen Industrien, ich sage mal Zement oder auch Stahl, da weiß man relativ klar, woher die Emissionen kommen und vor allem, wo sie rauskommen, meist eben der Smokestack. Hier ist es deutlich, deutlich komplexer. Da gibt es eine relativ komplexe Struktur, wo die verschiedenen, teils CO2, teils anderen Emissionen herkommen. Und was ich jetzt in den nächsten paar Minuten machen wollen würde, ist ein paar von diesen Punkten auszugreifen und da ein, zwei Startups und ein, zwei Technologien vorzustellen, die das Ganze gerade adressieren, ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Ich würde gerne anfangen mit fast dem größten Batzen tatsächlich, und das ist die Methanausstöße von Kühen tatsächlich. Wenn man sich das Problem nun mal vom Volumen anschaut, dann ist es, und das konnte ich kaum glauben, aber tatsächlich so, das ist vom sozusagen Greenhouse Gas Equivalent tatsächlich so viel ausmacht wie die USA und nur China sozusagen mehr Greenhouse Gases emittiert. Und das ist, wie gesagt, nur das, was sozusagen die Ausstöße von Kühen ausmacht. Welche Lösungen gibt es da? Interessanterweise habe ich mal zwei rausgesucht, die sehr gegensätzlich sind. Die einen adressieren sozusagen den Punkt, nachdem das Methan schon im sozusagen Kuhmagen entstanden ist, und das Startup heißt CERP. Und sind Methan-Capture-Devices, die quasi an die Kuh angelegt werden und das ausstoßende Methan aufsammeln, bevor es sozusagen weiter in die Atmosphäre kommt. Gleichzeitig, das haben wir eben in der World Cloud auch gesehen, ich glaube, es war mobile Datensammlung, also was diese Devices auch machen, sie capturen sozusagen die Bewegungen der Kuh und können daran unter anderem auch erkennen, ob eine Kuh sich untypisch bewegt und daran möglicherweise Krankheiten darauf hindeuten. Das andere Startup heißt Future Feed, und was die machen, ist, die füttern Algen in das Kuhfutter hinzu, und das soll, und das ist tatsächlich noch nicht vollends geklärt, auch auf wissenschaftlicher Seite, soll die Methanproduktion bei Kühen reduzieren, so dass sozusagen diese Methanausstöße, die Zelt sozusagen abspaltet, erst gar nicht entstehen oder zumindest reduziert werden. Anderes riesiges Thema ist das Thema Düngung, gerade wenn man sich anschaut, wie heute gedüngt wird. Das
Der Großteil der Düngungsmittel entsteht im sogenannten Haber-Bosch-Prozess, der Stickstoff mit Wasserstoff reagieren lässt und dann zu Ammoniak wird und der Folgeweise, also der Dünger, auf Ammoniak besteht. Das ist darum ein Problem, weil zum einen der Wasserstoff meist grauer Wasserstoff ist, das heißt, der wird aus Natural Gas reagiert und entsteht dadurch. Und da gibt es viele, viele Emissionen, die entstehen. Und gleichzeitig, der komplette Prozess muss in etwa bei 54 Grad passieren. Auch die Energie muss irgendwo kommen. Gleichzeitig macht das Ganze aus einer ökonomischen Sicht nur dann Sinn, wenn man es wirklich at scale macht. Dementsprechend wird das Ganze in riesigen Großanlagen gemacht. Und trotzdem muss es halt auf die ganzen dezentralen Felder auf der ganzen Welt, also auch der Transport, ist mit hohen Emissionen verbunden. Was gibt es da für Alternativen? Es gibt eigentlich drei Wege, Elektrifikation, eher einen biologischen Weg und dann noch einen dritten Weg. Zwei davon schauen wir uns jetzt kurz an. Der Elektrifizierungsweg als erstes. Hier ein Startup aus Kalifornien, Nitricity. Was die im Grunde machen ist, die bauen Solarpanel auf dem Farmfeld, auf dem Feld an. Und dort entsteht dann in einem kleinen Device unter den Solarpanels aus einer, sozusagen in einer Reaktion aus erneuerbarer Energie, Luft und Wasser, Ammoniak, und der wird dann quasi als Fertilizer genutzt. Das ist ganz super dezentral und man kann auf diese ganzen Transportwege verzichten. Und ein weiterer Vorteil, spreche ich jetzt als Laie, das wissen die Landwirtinnen unter uns sicherlich besser, der Fertilizer, den man sonst kauft, der ist oft sehr generisch und hier kann man ihn eben sehr, sehr, ganz, sehr, sehr genau auf die speziellen Bedürfnisse auf dem Feld adaptieren. Der andere Weg ist der Weg über sozusagen synthetische Biologie, würde ich jetzt mal sagen. Hier wird in einem Reaktor werden Mikroorganismen mit erneuerbarer Energie, Wasserstoff und CO2 aus der Luft angereichert und dann dem Boden hinzugefügt. Und dort wird dann quasi erst die Reaktion durchgeführt, wo Ammoniak entsteht. Das Startup heißt Kula Bio, auch aus den USA. Interessanterweise viele dieser Startups aus den USA. Und das ist eben einer der zwei Wege, um die Düngermittelproduktion ein bisschen zu reduzieren. Ein dritter Punkt, und den brauche ich nur kurz anknüpfen oder ansprechen, weil wir gleich noch einen größeren Teil dazu haben, ist, wenn wir uns anschauen, wie kriegen wir die Stromproduktion dekarbonisiert und reduziert auf den Farmen. Natürlich auf der einen Seite effizientere Nutzung der Energie und natürlich auch Dekarbonisierung des Netzes, also immer mehr Renewables in ganz Deutschland, weniger fossiler Strom. Gleichzeitig gibt es aber auch Möglichkeiten, da direkter aktiv zu werden, unter anderem durch Freiflächen-PV, Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung, sogenanntes Agro-PV oder Agrophotovoltaik. Aber da haben wir gleich, wie gesagt, noch einen Speaker, der da sehr, sehr viel mehr und im Detail vorstellen kann. Freue ich mich schon drauf. Kurzer Exkurs, und das finde ich tatsächlich auch interessant, dass es nicht immer nur um die Landwirtschaft auf dem Feld at scale geht, sondern auch zusehends im Startup-Bereich um Urban Farming oder um dezentralere Produktion. Das geht vor allem für eher hoch valuierte, also High-Value-Produkte, also so Microgreens, Kräuter. Das sieht man dann unter anderem sicherlich, wenn man mal in einem Edeka war. Infarm, ein großes Startup aus Berlin, macht das Ganze da und produziert quasi diese Microgreens vor Ort. Ein anderes Startup aus London, Growing Underground, nutzt alte Tube-Wege, alte Tube-Kanäle und baut dort Microgreens unter der Stadt quasi at scale in riesigen Produktionshallen auf. Hier. Eine andere Option, die man jetzt gerade, Rewe pusht das relativ stark in einigen Pilotprojekten, ist Hydroponik, also die kombinierte Züchtung von Barsch, von Fisch und anderen Microgreens. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen die Frage. Ben, hört dich ein bisschen schlecht gerade. Kannst du sicherstellen, dass du am Mikro bist? Ja. Genau, bei den Hydroponik-Teil kannst du noch mal vorstellen, ganz kurz. Wir haben dich da ein paar Mal. Ja, gut. Also Hydroponik, generelle Idee, Kombination von der Züchtung von Fisch und auch von eher hoch valuierten Produkten. Hier kann man sich das generell vorstellen. Das ist im Grunde ein zirkulärer Prozess, wo die Abfallstoffe oder die produzierten Stoffe aus der Fischproduktion sagen, als neue Nährstoffe für den Anbau von Microgreens genutzt werden und andersrum auch. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist auch das, den Vanessa eben schon angesprochen hat, also Carbon Removal. Was kann die regenerative Landwirtschaft hier leisten? Da haben wir mit Stefan und Ivo gleich zwei Paradebeispiele, die auch bei uns im Accelerator drin sind. Die können da sicherlich noch viel mehr darüber erzählen, nur in aller Kürze. Es gibt eben Praktiken, die gewissen Grundprinzipien folgen, die die Aufnahme von Kohlenstoff im Boden
erhöhen und gleichzeitig auch weitere positive Effekte auf das Ökosystem haben. Und diese Erhöhung des der Kohlenstoffspeicherung, also im Grunde Photosynthese, die Pflanzen speichern CO2 und sequestrieren es dann im Boden, die bezeichnet man als Carbon Removal. Und nur ein ganz kurzer Ablauf, was ist Carbon Removal und was ist es auch nicht? Im Grunde, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, haben wir zwei Optionen, damit umzugehen, zu viel Greenhouse Gases und zu viel CO2 in der Atmosphäre. Wir können entweder auf der einen Seite, also das ist kein Entweder, sondern und, aber auf der einen Seite können wir vermeiden, dass weitere Greenhouse Gases in die Atmosphäre kommen, und wir können das, was schon da ist, aus der Atmosphäre entfernen. Ersteres ist Vermeidung, zweiteres ist CDR, also Carbon Dioxide Removal. Oftmals wird jetzt gesagt, naja, wir müssen aber doch eigentlich eher vermeiden und dann removen. Richtig, das ist auch so. Aber es ist jetzt schon absehbar, dass egal wie stark wir dekarbonisieren, es wird weiterhin Emissionen geben, die wir nicht verhindern können. Sei es durch Luftfahrt, sei es in der Industrie oder sei es auch in der Landwirtschaft. Und dafür müssen wir eine Lösung finden. Und genau diese Lösung ist Carbon Dioxide Removal, CDR. Ich mag da eigentlich den Spruch, den Swiss Re sozusagen für sich genommen hat. Do our best, remove the rest. Also müssen so gut wie es geht dekarbonisieren und danach alles, was dann noch da ist, irgendwie removen. Vanessa hat auch eben schon den Accelerator angesprochen. Da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir den jetzt ins Laufen bekommen haben. Es ist im Grunde ein europaweites Projekt, wo wir pro Jahr 30 Startups, die eben dieses Carbon Removal machen, unterstützen über ein Jahr hinweg mit verschiedenen Projekten. Auf der einen Seite mit Grantfinanzierung, aber auch mit Technologievalidierung. Wir wollen sicherstellen, dass die Startups Carbon Removal machen, auch tatsächlich CO2 nachweislich aus der Atmosphäre holen und langfristig speichern. Und damit sind wir jetzt gestartet und auch sehr, sehr glücklich, dass wir da 26 sehr, sehr starke Teams gefunden haben. Woher kommen die Teams? Und das ist meine letzte Slide und vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu Ivo und Stefan. Die Teams kommen aus einem breiten Spektrum, sowohl aus eher technologiebasierten Carbon Removal Optionen, also sowas wie Direct Air Capture, wo es industrielle Maschinen gibt, die mehr oder weniger CO2 aus der Atmosphäre saugen und dann unter Tage speichern. Es gibt hybride Solutions, da würde ich zum Beispiel Biochar oder Pflanzenkohle auch hinpacken, wo man Biomasse nimmt, die CO2 inhärent hat und dann durch technologische Prozesse dort besser speichert und nutzbar macht. Und dann haben wir natürlich auch die Nature-Based Solutions, das ist zum Beispiel Soil Carbon Sequestration, also Speicherung von Kohlenstoff im Boden, unter anderem durch regenerative Farmpraktiken. Und das war der Schnelldurchlauf durch das, was wir gerade sehen an Innovationen. Ich hoffe, es waren 10 Minuten. Wenn nicht, entschuldige, und ich freue mich auf die nächsten Sessions. Danke, Marian. Das war mir super, super spannend und auch total klar erklärt. Also vielen, vielen Dank. Genau, du hast gesagt, wie war das? Do our best, remove the rest. Finde ich auch sehr, sehr selbsterklärend. Und remove the rest, das ist, worum es im nächsten Bereich geht, und zwar im Bereich der Bodenmessung, wie viel denn wirklich dann in dieser Carbon Sequestration auch gespeichert werden konnte. Und da haben wir zwei ganz spannende Redner bei uns, und zwar unter anderem Ivo von Climate Farmers, den viele von euch bestimmt schon kennen, und auf der anderen Seite noch den Stefan von Sequana, die auch Teil der Farm for Climate Challenge beide sind und beide Teil des CDR Accelerators. Wir freuen uns auch total, Marian, da auch in der Zukunft unsere Netzwerke zusammenzuschließen, gemeinsame Events zu machen, ist auf jeden Fall schon in Planung. Damit werden wir auch ein bisschen internationaler hier innerhalb von Farm for Climate. Ihr seid ja auch ganz europäisch, also da freuen wir uns auf jeden Fall. Also vielen Dank, Marian. Jetzt im nächsten Schritt, wie gesagt, zu Ivo und Stefan. Doch bevor wir anfangen, jetzt das Announcement, ab jetzt könnt ihr ganz spezifisch an die RednerInnen, die vorstellen, auch Fragen stellen. Das heißt, ich teile noch mal ganz geschwind meinen Screen. Und nehmt nochmal euer Handy sucht euch hier das Bild raus für den Mentimeter, denn über diesen Mentimeter könnt ihr jetzt eure Fragen stellen an Ivo, Stefan und auch die RednerInnen, die danach kommen. Ne? Mein Team wird es auch nochmal im Chat reinposten. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Dann stoppe ich jetzt wieder meinen Screen und freue mich im Menti, eure Fragen zu hören. Ne? Das werde ich gleich mal lostreten, dass ihr zur nächsten Frage kommt. Also ab jetzt solltet ihr das auch sehen bei euch auf dem Screen, dass ihr da Fragen stellen könnt. Und ich werde mich bemühen, immer wieder im Backend zu gucken und dann auch Fragen von euch zu stellen und nicht nur meine eigenen Fragen. Ne? Somit aber erstmal feuerfrei, und zwar Ivo und Stefan. Ihr beide habt jeweils nochmal 3 Minuten Zeit, um euch und eure Initiativen kurz vorzustellen, bevor wir in die Fragerunde reingehen. Ivo, möchtest du uns losstarten heute? Kann ich gerne tun. Schön hier zu sein und vielen Dank, Marian, für die Intro.
muss nochmal sagen, es ist genial, jemanden zu haben, der in diesem unglaublich verwirrenden Sektor ein bisschen Klarheit reinbringt. Super, super wichtig. Genau. Letztendlich, was wir uns mit Climate Farmers vorgenommen haben vor einigen Jahren, war, wir haben gesehen, der regenerative Landwirtschaftssektor ist explodiert in den letzten paar Jahren. Als wir angefangen haben, über regenerative Landwirtschaft nachzudenken, zu sprechen, vor 4 Jahren sind wir angeschaut worden, wie was zum Henker will der von mir, während jetzt mittlerweile die regenerative Landwirtschaft in aller Munde ist, überall. Und inklusive in der kompletten Lebensmittelindustrie angekommen, alle großen Lebensmittelunternehmen von Nestlé als weltgrößten Lebensmittelproduzenten bis sozusagen komplett durch die Top 10, 15 der größten Konzerne haben Commitments gemacht. Wir wollen regenerative Landwirtschaft in unserer Supply Chain, in unserer Wertschöpfungskette haben. Manche bis zu 25%, 50% der kompletten Wertschöpfungskette, was unglaublich ist und unglaublich positiv ist, erstmal. Also wie toll wäre es, wenn die weltgrößten Lebensmittelkonzerne wirklich regenerative Landwirtschaft verbreiten würden. Das ist ja sozusagen unser aller Ziel. Jetzt müssen wir natürlich sicherstellen, dass das ernst gemeint ist, weil es ist relativ einfach, ein Commitment zu machen bezüglich einer Sache, die so einfach noch gar nicht definiert ist. Marianne hat vorhin in einer seiner Slides die sozusagen üblichen 5 oder 6 Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft beschrieben. Und die sind ein sehr, sehr gutes Framework, um zu sehen, was ist regenerative Landwirtschaft. Aber was wir damit nicht haben, ist wirklich zweifelsfrei, ist etwas regenerativ oder nicht. Das heißt, wenn, sagen wir, ein großer Lebensmittelkonzern sagt, wir sind regenerativ, können wir anhand der Prinzipien erkennen, sind sie es oder sind sie es nicht? Leider können wir das nicht. Das heißt, die Frage bleibt immer noch, woran erkennen wir eigentlich regenerative Landwirtschaft? Und unserem Ansatz nach erkennt man die regenerative Landwirtschaft an ihrem regenerativen Effekt. Also eine Landwirtschaft, die einen regenerativen Effekt hat, ist regenerativ. Wenn sie keinen regenerativen Effekt hat, naja, dann ist sie nicht regenerativ. Relativ straightforward eigentlich. Das heißt, die Frage stellt sich, was ist eigentlich dieser regenerative Effekt, von dem wir da sprechen? Wir haben dafür gemeinsam mit einem Konsortium an ExpertInnen ein Set an Indikatoren aufgestellt. Woran erkennt man einen regenerativen Effekt? Das ist letztendlich die primäre Produktivität, Wasserinfiltrationsfähigkeit, Kohlenstoff, Speicherfähigkeit, die Nährstoffkreisläufe und die Biodiversität. Und eine Landwirtschaft, die diese sogenannten Bodenfunktionen verbessert, kann regenerativ genannt werden. Und das heißt, die Frage, die sich stellt, und das geht sozusagen zu unserem Thema, ist, woran messen wir das und wie messen wir das? Und damit, wie können wir letztendlich überprüfen, ob etwas regenerativ ist? Und damit können wir Landwirte dafür unterstützen, dass sie diese unglaublich wichtigen Funktionen für unsere Gesellschaft verbessern. Und das heißt, ich glaube, die Frage, die für Stefan und mich im Raum steht, können wir das eigentlich messen? Damit rüber zu Stefan. Ganz spannend ist auch eine Frage, die sehr ähnlich in der Form auch gerade reingekommen ist. Also da reden wir in der Fragerunde gleich nochmal genauer drüber. Aber Stefan, genau, erstmal du gerne. Was ist Sekana? Was macht ihr? Ja, sehr gerne. Ich teile kurz meinen Bildschirm. Ich glaube, das sollte der hier sein. Zeig noch nicht deine Slide. Zwei Bilder seht ihr. Zeig noch nicht meine Slide. Genau. So besser? Jetzt nur auf Present und dann perfekt. Okay. Ja. Vielen Dank, Liebe, für die Überleitung. Genau, wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Messen und eigentlich ist Sekana in erster Linie erstmal eine Remote-Sensing-Firma, die das langfristige Ziel hat, eigentlich Ökosystemleistungen im Generellen vergleichbar, aber vor allem eben vergleichbar zu überwachen. Und derzeit fokussieren wir uns eben noch auf Bodenkohlenstoff, weil wir da einfach entdeckt haben, dass es einen sehr großen, akuten auch Bedarf gab und vor allem im Kontext des Zertifikatehandels eben intensiv nach Lösungen auch gesucht wurde. Und warum wurde nach Lösungen gesucht? Weil das größte Problem, was eben auch viele Kosten mit sich trägt, die Quantifizierung des Kohlenstoffs dann ist, also die Messbarkeit. Und Jobst hatte das gerade eben schon vorgestellt, da gibt es eben gerade zwei Möglichkeiten. Und das ist einmal die invasive Bodenprobe, die zwar super genau ist, aber natürlich kostspielig ist, wenn dann eben die Kollegen mit dem Bohrstock oder dem Probennehmer eben aufs Feld müssen.
Und da werden eben diese In-Situ-Daten einfach erstmal benötigt. Und die andere Möglichkeit ist diese Prozessmodellierung. Das ist dann auf Erdsystemen basiert, die versucht quasi den Kohlenstoffzyklus besser zu verstehen. Die ist ungenauer, aber deutlich günstiger. Aber auch hier werden Biomasse-Daten und Ähnliches benötigt, um da eben passgenaue Aussagen zu machen. Und außerdem sind diese Systeme auch nicht ganz global anwendbar, sondern sehr geeicht auf gewisse Ökoregionen oder gewisse Klimazonen. Und wir bieten eben genau diesen dritten Weg an, die dritte Möglichkeit, die satellitengestützte Bodenkohlenstoffüberwachung. Und wir verwenden da verschiedene Satellitendaten, das sind teilweise Radardaten, teilweise optische Sensoren, ganz verschiedene Anfertigungen von verschiedenen Anbietern auch. Nicht nur öffentliche Daten, sondern auch private Daten werden da von uns zugekauft. Und im Endeffekt werden die dann verbunden mit historischen Bodenkohlenstoffdaten, worauf wir unsere Machine Learning-Algorithmen trainieren. Und im Endeffekt den Kundinnen, die daran Interesse haben, über eine App dann Aussagen darüber treffen können, wie viel Kohlenstoff oder was Delta über die verschiedenen Jahre sich dann auch akkumuliert hat. Und dabei gleichzeitig besteht eben noch die Möglichkeit für den Kunden, auch die Daten, seine eigenen Daten, die er im Landwirt auch durchaus mehr hat, dann eben hochzuladen, um dann auch so auf Mikrogröße quasi die Modelle auch eben noch weiter zu trainieren. Und das ist es im Prinzip, was Silkana so im Großen und Ganzen macht. Danke. Super spannend. Also vielen Dank. Wir haben von Ivo auf der einen Seite jetzt über Climate Farmers ein bisschen was zur Definition auch von regenerative Landwirtschaft gehört und dass die eben outcome-basiert sein muss. Das heißt, dass da ganz klar gemessen werden muss, was wirklich passiert ist im Boden. Und wir haben jetzt gerade noch von Stefan, der teilt noch deinen Screen, den kannst du gerne gerne sehen. Dankeschön. Obwohl, wunderschöne Farben. Also pink und blau, gefällt mir sehr gut hier. Wo seid ihr denn? Ansonsten können wir dir auch helfen, ganz kurz, dann würde ich mal einfach den Screen übernehmen. Ja, genau. Also wir haben dadurch, also von Stefan noch gehört, was die Schwierigkeiten auch sind, in wie heute gemessen wird. Und da sind auch die meisten Fragen, die jetzt hier hochgevotet wurden in dem Bereich. Und zwar vielleicht erstmal an Ivo. Du hast davon geredet, ne, was gemessen werden muss oder dass man vor allem messen muss, was wirklich passiert ist im Boden, um dann auch effizient dann vielleicht auch die Leute belohnen zu können für das, was passiert ist. Denn Methoden sind nicht immer gleich, also haben nicht immer den gleichen Effekt oft in den verschiedenen Bereichen. Und da ist so die Frage, was sind die größten Hürden jetzt für die Messbarkeit dieser Sachen? Ja, also letztendlich ist die Thematik, wir können genau genug messen, wenn wir vor Ort sind. Das ist alles nicht ganz einfach, also auch Laborproben sind noch nicht wirklich genau, sie sind nur deutlich genauer als alles andere, was wir bisher noch haben. Und die Schwierigkeit ist, dass wir aktuell, wenn wir wirklich messen wollen würden, was passiert eigentlich durch landwirtschaftliche Praktiken am Boden, unheimlich viele Daten nehmen müssten. Ein Feld ist unheimlich heterogen. Das heißt, auf der einen Seite kann der Kohlenstoff so sein, auf der anderen Seite vom Feld kann der Kohlenstoff völlig anders sein. Das heißt, wir müssen eigentlich sehr viele Bodenproben nehmen. Wenn wir das über Laborproben machen, das ist teuer. Ein Stennengerät ist unheimlich praktisch, was das angeht, aber auch ein Stennengerät geht nicht eigentlich in die Tiefe, die wir brauchen. Das heißt, die Schwierigkeit ist, wenn wir genau sein wollen, müssen wir viele Proben nehmen, das ist teuer. Wenn wir ansonsten andere Wege nehmen, dann ist es noch zu ungenau. Und das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir Genauigkeit und Effizienz oder Kosteneffizienz miteinander überbrücken. Genau, das ist auch ein bisschen was Stefan auch präsentiert hat, was ihr versucht in eurem Produkt. Vielleicht können wir da mal weitergehen. Da kam auch eine Frage, inwieweit ist das denn für normalen Boden versus Wald versus Agroforst versus Hecken und so weiter auch benutzbar? Ja, also die Landnutzungsmethode ist schon ausschlaggebend und auch was Ivo sagt, dass was wir oft als die Musik des Kohlenstoffs dann teilweise gespiegelt bekommen, das kann man natürlich nicht überall gleich gut detektieren. Also ein syntropischer Agroforst ist deutlich schwerer mit Satellitendaten zu überwachen als eine Monokultur im Kornbelt von Amerika. Aber das ist dann tatsächlich auch ein Ansatz, dass wir versuchen, halt jetzt one step at a time, diese verschiedenen Landnutzungskombinationen auch mit Ökoregionen uns zu erschließen und da ausreichend genau, wie Ivo auch betont hat, ausreichend genau eben dann auch Aussagen darüber treffen zu können, dass die dann eben auch Teil des Kohlenstoffmarktes werden können und da eben mehr Finanzen mit reinfließen. Aber es ist jetzt nicht der Königsweg, nicht die Silver Bullet, die alles auf einmal so löst, sondern das wird einfach noch ein paar Tage dauern. Ein paar Jahre, ne? Aber super, dass jetzt da genau. Ivo, wolltest du noch? Go on.
Genau, die Thematik ist eben, dass wir für zum Beispiel Satellitentechnologien brauchen wir eine sogenannte Ground Truth. Das heißt, das, was Stefan vorhin beschrieben hat, wir brauchen Daten, die wir sozusagen um vergleichen zu können und um unsere Machine Learning Algorithmen trainieren zu können. Und eigentlich die spannende Herausforderung liegt eigentlich in Kooperation, weil diese Daten gibt es, sie liegen nur an verschiedenen Orten. Also das eine nationale Research-Institut, zum Beispiel das Thünen-Institut, hat sehr viele Daten. Sagen wir, das französische nationale Research-Institut hat sehr viele Daten. Die FIBEL, wie Daniel gerade geschrieben hat, hat wunderbare Daten. Verschiedene private Institutionen haben wunderbare Bodendaten, aber die sind alle verteilt. Und eins der Ziele, die wir verfolgen in den kommenden Jahren, ist eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, um diesen ganzen Sektor vorwärts zu bringen, weil aktuell blockieren wir uns alle gegenseitig damit, dass jeder einzeln irgendwo Datensilos hat und die müssen verbunden werden, damit wir wirklich vorwärts kommen können und effizienter werden können. Macht ganz viel Sinn. Ist auch, hast du damit gerade die nächste Frage schon beantwortet. Was braucht ihr von Politik und von großen Institutionen? Also es braucht Koordinierung, es braucht Kollaboration und Öffnung dieser Datensilos. Ne? Stefan, stimmst du dem hinzu? Ja, auf jeden Fall. Die Trainingsdaten, die Ground-Truthing-Daten sind auf jeden Fall einer der limitierenden Faktoren. Mhm. Natürlich ist dann auch die Challenge da, vielleicht mit Data Science irgendwann zu gehen, versuchen, Transferierbarkeit auch zu schaffen. Aber es wird niemals so gut sein wie die tatsächlichen Bodenproben, die wir aus dem Feld haben. Aber auch dafür gibt es hybride Ansätze, dass man sagt, wir sparen uns vielleicht 80% der Samplingkosten einfach nur dadurch, dass die Stratifizierung, die Kategorisierung, wo wirklich Proben genommen werden müssen, ein bisschen effizienter gestalten. Und dann ist es halt ein Übergang. Es ist nicht wieder der Switch, sondern wir brauchen halt 5 oder 10 Jahre, wie auch jetzt jemand im Chat geschrieben hat, um da eben auch einfach weiterzukommen. Ja, macht ganz viel Sinn. Bevor wir das super spannende Thema beenden, eine letzte mini kleine Stellungnahme zu einem Thema, das hier noch angesprochen wurde im Chat, und zwar Maßnahmenkatalog im Vergleich zu eben Outcomes messen. Ne? Also das ist das typische Thema, von dem wir jetzt auch schon viel gehört haben. Vielleicht nochmal ganz kurz eure beiden Meinungen. Muss es in der Zwischenzeit über Maßnahmenmessung gehen? Also dass man einfach nur sagt, okay, so und solche Maßnahmen wurden am Boden verwandt und deswegen vergüten wir das? Oder lieber gar nicht auf die Art und Weise und lieber drauf warten, bis wir den Outcome messen können? Was sind da so eure beiden Meinungen zu? Mach Ivo. Nee, bitte. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also so ein holistischer, ganzheitlicher Ansatz ist auf jeden Fall sinnvoll. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den auch diese ganze naturbasierte Lösung als CO2-Speicher auch einfach bekommt, dass da eben noch so viel mehr Co-Benefits sind. Es geht eben nicht nur um Kohlenstoff. Und wir messen das zwar jetzt, das ist einfach der erste Schritt, um das Ganze auch in aller Munde zu bekommen. Aber da ist noch eben viel mehr dahinter. Und so eine Maßnahme, glaube ich, ist inhärent eben noch ein zusätzlicher Effekt dahinter. Da geht es nicht nur darum, Kohlenstoff zu speichern, sondern da ist eben noch diese anderen Co-Benefits eben auch inkludiert. Ja. Würde ich absolut zustimmen. Also wir haben noch nicht die Modelle, die es uns erlauben, die verschiedenen Co-Benefits zu modellieren. Das ist etwas, woran wir arbeiten, das ist wichtig. Also sozusagen, um maßnahmenspezifisch fördern zu können. Ich persönlich glaube, dass wir LandwirtInnen brauchen, wenn sie auf regenerative Landwirtschaft umstellen wollen, eine Vorfinanzierung. Du brauchst die Finanzierung am Anfang, damit du das umsetzen kannst. Das heißt, sogar wenn wir messen können, braucht es eigentlich immer noch eine Vorauszahlung dafür. Das heißt, dafür ist ein maßnahmenspezifischer Ansatz unheimlich praktisch. Die Schwierigkeit dabei ist, Es stimmt einfach nicht. Also wir wissen einfach, die Bodenzustandserhebung vom Thünen-Institut hat das sehr, sehr spannend gezeigt. Wir wissen die Praktiken, die angewandt wurden. Wir wissen die Daten über einen Zeitraum und die passen nicht zusammen und wir wissen nicht warum. Weil unsere Modelle einfach noch nicht gut genug sind. Das heißt, das ist ein guter Ansatz, das ist ein guter Start, aber wir müssen damit sehr, sehr vorsichtig sein, weil unsere Modelle einfach nicht die Realität abbilden. Und darüber müssen wir bewusst sein. Und man kann dann trotzdem damit arbeiten, indem man transparent ist und sagt, das ist sozusagen die Unsicherheit, die wir dabei haben. Insofern würde ich es auf jeden Fall empfehlen, aber es ist nicht die Lösung.
Also eine ganz spannende Fragestellung für die nächsten Jahre wird also sein, wie wir im ersten Schritt mit Maßnahmen, Katalogen von regenerativen Praktiken anfangen können und das dann natürlich über die Jahre immer weiter anreichern mit besseren Outcome-Modellen, also ne, wo man wirklich im Nachgang dann guckt, was haben sie auch wirklich gebracht. Also sehr, sehr spannend, das auch zu verfolgen. Ein Punkt, den Ivo mal erwähnt hat, er hat heute nicht gesagt, es gibt, das habe ich auch mir bis heute gemerkt, es gibt wohl auch bald eine Möglichkeit, Biodiversität im Boden anhand von Audio zu messen. Also ganz früh, ne, aber auch richtig spannend, dass wir praktisch zuhören, was im Boden passiert. Das fand ich auch sehr cool. Also vielen, vielen Dank euch beiden. Richtig spannend. Hier kommen noch ein paar Fragen rein. Wir würden die noch ans Ende packen. Das heißt, wie immer wollen wir danach, nach 19:30, wenn die Leute, die noch ganz dringend zum Dinner müssen, dann schon weg sind und die Leute, die Lust haben, bleiben noch gerne und dann können wir noch die letzten Fragen auch beantworten. Aber erstmal vielen, vielen Dank euch. Das war super spannend. Ich muss mal ganz geschwind hier spicken, wie es dann überhaupt weitergeht. Ich glaube, ich gebe an Amelie. Ja, danke euch. Danke, Stefan. Super. Dankeschön. Ja, wir haben ja gerade auch schon von Marian gehört, dass eine Möglichkeit, um dauerhaften Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entziehen, auch die Pflanzenkohle ist, also für Carbon Removal, also quasi die Karbonisierung von Biomasse. Und dazu wird es jetzt auch in dem nächsten Themenblock geben. Und dem nehmen sich nämlich die beiden nächsten Projekte an, das ist einmal Landwirtschaft 5.0 und Carbo Control, die beide ja ganz unterschiedliche Ansätze haben, an unterschiedlichen Orten an der Wertschöpfungskette ansetzen. Aber damit gebe ich direkt mal an den Professor Daniel Krey von Professor für erneuerbare Energien an der Hochschule Offenbach ab. Genau, auf eurem Projekt habt ihr 15 Modellbetriebe, wo ihr das Potenzial von Pflanzenkohle in Kombination mit Agrivoltaik testet und auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Da sind wir jetzt mal ganz gespannt, von dir zu hören. Ich habe auch schon gesehen, du warst gerade ganz, ganz aktiv im Chat. Also, the floor is yours. Okay, ja, vielen Dank, Amelie. Vielen Dank auch für die Einladung hier zum Living Soil Journey Landwirtschaft 4.0. Und in unserem jugendlichen Leitzen haben wir uns einfach Landwirtschaft 5.0 genannt, weil es 4.0 schon gab. Also Universität Hochschule Offenburg, nicht Offenbach. Das ist nur anders, aber macht auch gar nichts. Wir sind ein kleines Städtchen, eine mittlere Hochschule. Also dieses FYI Landwirtschaft 5.0, wie dieses Projekt heißt, werde ich jetzt in aller Kürze vorstellen, 4 Minuten. Was ist das überhaupt? Also unsere Vision ist tatsächlich, dass wir es schaffen wollen, dass die Ortenau, unsere Region, einfach ein Gebiet mit der höchsten Biodiversität und Kohlenstoffsenke ist. Wir haben uns da so richtig viel vorgenommen. Es ist also ein sehr übergeordnetes, so Big-Picture-Projekt, was wir da gebildet haben, wo viele verschiedene Leute mitmachen. Und warum 5.0? Weil wir so 5 Hauptelemente eigentlich haben, die wir in jedem Fall einsetzen wollen, wenn wir den Acker sozusagen maximal biodiversitätsfördernd und maximal klimapositiv machen. Es ist Nummer 1, 5% der Fläche für einen biodiversitätsfördernden Blühstreifen, ortsangepasste regionale Saatgutmischung. Das Netzwerk Blühende Landschaft ist da dabei. Hier nochmal 5% abgeschnitten für Biomasse, Agroforst, kurz Multiplantage. Uni Freiburg macht das. Das dritte Element ist die Agri-Photovoltaik über dem Acker oder neben dem Acker. Das vierte Element, die Elektromobilität, also auch diese Schwarm-Roboter-Lösungen, finden wir eine gute Sache. Und das fünfte Element, last but not least, die Pflanzenkohle in Kombination. Ja, muss man zustimmen. Ja. Da ist noch ja, jetzt. Und wie ist dieses Projekt aufgebaut? Landwirtschaft 5.0 oder FYI? Landwirtschaft 5.0 sind eigentlich 3 verschiedene Dinge. Das erste ist ein Think Tank. Also wir seit 2019 haben wir damit angefangen und genau dieses Transdisziplinäre ist das, was mich interessiert als Physiker. Ich komme aus der PV-Branche. Wir haben da also inzwischen mehr als 45 PartnerInnen dabei. Und was machen die? Das ist das Zweite, was wir tun, nämlich wir entwickeln quasi Werkzeuge für diese Toolbox, für die Agrarwende, wenn man so möchte, in einzelnen Forschungsprojekten, wie zum Beispiel Hyperfarm, was Horizon 2020 gefördert ist. Und der dritte ganz wichtige Teil ist so eine Kommunikationsschleife. Also wir wollen ja, dass in der Gesellschaft sich was tut, Höfe umstellen. Und deswegen haben wir auf der einen Seite, dass wir hören zu, was in der Praxis passiert. Und auf der anderen Seite haben wir ein Kommunikationskonzept. Das heißt, wir bitten zu Tisch und da sollen wissenschaftliche Ergebnisse eben kuratiert, aufbereitet, zugänglich in Gesellschaft und Politik hineinkommen, um eben zum Handeln zu ermächtigen, weil letztendlich zählt nur das, was zu Veränderungen führt. Und das ist so der Ansatz
von Landwirtschaft 5.0. Es gibt ja auch schon Forschung und Beratung schon seit Jahrzehnten, aber wir stellen fest, irgendwie geht es nicht schnell genug und da möchten wir gerne rein und das ein bisschen anders machen. Wie genau, das steht jetzt alles noch nicht fest. Also das ist jetzt auch kein millionenschweres Projekt, was wir hier haben, sondern sehr viel ehrenamtliches Engagement auch. Es gibt eine schöne Webseite, wo wir mal diese One-Pager hier gemacht haben, so als einen Ansatz, um verschiedene konkrete Beispiele mal darzustellen. Die kann man sich da runterladen. Und wo sind wir da im Moment? Also der Status ist, wir haben zwei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gemacht an der Hochschule, auch sehr ungewöhnlich. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Förderung, um wirklich diese Höfe, Amelie, du hast gesagt, wir haben schon 15 Höfe, leider nicht. Also wir suchen tatsächlich nach Fördergeld, um diese Gesamtheit und die Synergien dazwischen wirklich auch in der Praxis zeigen zu können. Aus dem Crowdfunding haben wir jetzt nur sozusagen einzelne Aspekte gezeigt. Und genau, wir haben da einen monatlichen Stammtisch mit den Landwirten zusammen, wo wir uns besprechen, damit wir eben von den LandwirtInnen hören, was die denn brauchen an Informationsmaterialien und Kanälen, damit sie auf neue Technologien beispielsweise setzen. Und wir überlegen jetzt ihre erste Veranstaltung. Wir bitten zu Tisch, wenn Sarah Wiener und Volker Mehl dabei wären. Ich fände es toll. Die sind jetzt sozusagen in der Planung. Und es gibt auch schon Überlegungen, eine Marke Landwirtschaft 5.0, Thema im Handel, so eine Art regenerative Landwirtschaft in der Art einzuführen. Jetzt konnte ich leider gar nicht so wahnsinnig viel über Pflanzenkohle erzählen. Gibt es auf der Webseite und es gibt auch gerade eine tolle neue Kampagne dazu. Klimakohlehoffnung.de heißt die. Schreibe ich gleich nochmal kurz in den Chat. Und da würde ich jetzt tatsächlich das Inhaltliche bei 4 Minuten Redezeit für die Pflanzenkohle oder in die Question and Answers jetzt reingeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Also total spannend auch, was ihr da für einen holistischen Ansatz habt. Und Pflanzenkohle ist ja tatsächlich nur ein kleiner Teil davon. Aber falls ihr Fragen speziell dazu habt oder allgemein zu dem Projekt, natürlich haben wir gleich auch wieder ein bisschen Zeit, die Fragen zu beantworten. Also stellt sie gerne über den Mentimeter-Link, dann nehmen wir die mit auf. Damit gehen wir weiter zum nächsten Projekt, was an einer ganz anderen Stelle in der Wertschöpfungskette ansetzt. Und das ist Carbon Control. Die Unternehmen helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu vermindern, indem sie ihnen Reststoffe abnehmen und in Pflanzenkohle dann verarbeiten. Da haben wir Kaspar von Ziegner dabei. Und bevor Kaspar anfängt, müssen wir ganz kurz, machen wir ganz einen kleinen Aufzeich-Switch hier. Deswegen kommt kurz dieses Announcement wieder. Ihr habt es überlebt. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, jetzt müsst ihr es sehen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und euch was zu Pflanzenkohle, wurde jetzt hier schon angesprochen, zu erzählen. Ich habe es, das wurde ja schon anmoderiert, will es nochmal ein bisschen auf einen anderen Zweig bringen, weil Pflanzenkohle ist was wir machen und das ist irgendwie jetzt nichts Neues gerade, aber wir können da gerne nachher nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ich will eigentlich so ein bisschen reingehen in das Thema, was ist eigentlich die Hauptanforderung an die Pflanzenkohle, was ist unsere Hauptchallenge, die wir im Moment haben, und das ist das Thema, wie kriegen wir sie in die breite Masse? Und das ist natürlich bei den meisten Landwirten immer ein Thema auch, was mit Preis zusammenhängt. Und deswegen haben wir die Marke Carbon Control gegründet oder das Unternehmen Carbon Control, wo wir eben in der Industrie ansetzen und eben genau von dem Ansatz her Innovate, Reduce, Impact, also wie können wir Emissionen reduzieren durch Innovation und damit Impact schaffen. Und Marian hat es vorhin eigentlich schon gesagt, das ist unser Problem, was wir haben. Wir müssen, um 1,5 Grad Paris zu erreichen, natürlich die Emissionen verringern, aber wir müssen auch Carbon Removals machen. Wenn wir keine Carbon Removals machen, dann wird das alles nichts. Und da gibt es einige Sachen, die man nutzen kann. Und Pflanzenkohle ist bei diesen Themen eins der, die einfach ziemlich einfach sind und schon seit Jahrtausenden eigentlich vorhanden sind. Von daher eigentlich, ja, vom Grunde genommen eigentlich keine Innovation. Eigentlich nur das, was es schon gibt, einfach machen. Und wie kriegen wir das jetzt vielleicht ein bisschen besser hin? Also wenn wir das Ganze irgendwie auf die Industrie skalieren, und das ist das, was wir machen mit Carbon Control. Wie ich eben sagte, wir helfen Firmen, ihren Footprint zu verringern und das Ganze eben mit Negative Emission Technologies. Und Negative Emission Technologies ist eine Technologie, die ich eben brauche, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen. Das kann zum Beispiel oben links im Fall dieses Bildes hier eine Pyrek-Anlage sein.
präsenter. So eine Pyrek-Anlage sein, also eine Pyrolyseanlage, mit der ich aus Biomasse, die ich da reintun kann, eben Kohle entstehen lassen kann. Wenn ich in dieser Biomasse ist Kohlenstoff gespeichert, durch den Pyrolyseprozess überführe ich dies in einen Kohlenstoff und diese sind feste Kohlenstoffketten und somit bleiben die eben danach auch dauerhaft im Boden erhalten und werden nicht wieder weiter abgebaut. Nebenbei entstehen regenerative Wärme. Und vor allem, wenn ich diese Kohle wiederum einer Kohlenstoffsenke zufüge, entstehen CO2-Zertifikate. Und wenn ich diese fünf Punkte zusammenpacke, dann entsteht etwas, worauf die Industrie heutzutage Lust hat. Die möchten, haben in der Regel ein Thema, dass sie Abfälle oder Reststoffe haben, teilweise Biomasse, Altholz in den ganzen Themen. Die brauchen in der Regel erneuerbare Wärme und die haben Interesse an Zertifikaten. Und somit kriege ich eigentlich ein Co-Finanzment hin für die Biochar. Und damit kriege ich sie in scalable Größen und vor allen Dingen zu interessanten Preisen. Und das ist der Ansatz von Carbo Control, wo wir eben hin sind. Die Zertifizierung funktioniert natürlich nur, wenn ich das in bestimmte Bereiche reinbringe. Und das kennen wir alles. Agriculture ist sicherlich der größte Bereich und der am weitesten vorangetrieben ist. Aber auch in anderen Bereichen kann ich Pflanzenkohle nutzen. Also Baustoffen, als Füllstoffen, Additive, Filtration, also da gibt es eine ganze Menge. Spannend, vielleicht noch ein bisschen kleinen Ausblick oder Abschluss ist es, wenn ich natürlich zu dem Thema Insetting komme. Also wenn ich die Pflanzenkohle wieder in die eigene Produktionslinie, also bis hin zu Scope 3 der Unternehmen zurückbringe. Und was ihr hier seht, zum Beispiel sehen wir einen Hackschnitzel, der wird zur Kohle, die Kohle wird aufbereitet. Hier sind wir jetzt schon im Bereich von Propylen, Pellets, also Kunststoff mit Kohle angereichert und wo dann am Ende eben wieder Teile draus produziert würden. Also es gibt eine ganze Menge Bereiche, in denen wir wirklich Kohlenstoffsenken finden und wo wir es hinbringen können. Diese große, große Herausforderung an dem Thema ist eigentlich, dass diese Biochar braucht ein Ökosystem. Und nur wenn ich dieses Ökosystem rund kriege, dann funktioniert es. Und die Hauptherausforderung ist, diese Kohle oder die Pflanzenkohle einer Kohlenstoffsenke zuzuführen. Und das ist eigentlich das, was wir als Novo Carbo oder Carbo Control machen. Und jetzt kommt es auch nach Novo Carbo, das ist die Company, die wir sind. Und wir beschäftigen uns damit und produzieren und vertreiben Pflanzenkohle. Und da hatte ich mal gerade überschlagen, also im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten haben wir CO2-Zertifikate im vierstelligen Bereich, also im vierstelligen Bereich CO2 der Atmosphäre entzogen, also im Tonnenbereich. Und das ist das, was wir machen. Und damit haben wir einen Impact vom Hintergrund der SDGs und ich glaube, wenn wir so vorangehen, um diese Sachen Industrie zusammenzubringen, um einfach dieses Thema zu scalen, dann kann das ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für unser Klimaziel werden. So viel, hoffentlich in 4 Minuten. Vielen Dank. Ja, total spannend. Ich meine, Novo Carbo / Carbo Control ist ja da auch ein Mitinitiator einer Arbeitsgruppe von uns in der Farm Food Climate Challenge, die gemeinsam mit Städten versuchen wollten, ihre Klimaziele zu erreichen, indem sie eben auch Reststoffe verwerten und diese Kreisläufe dort aufbauen. Wie ist denn das Bewusstsein gerade bei Unternehmen, also das Bewusstsein für Negative Emission Technologies und auch gerade Pflanzenkohle, wie sieht es da bei euch aus? Also da brauchen wir eigentlich nur die Zeitung aufzuschlagen und man weiß, was die Themen der Zeit sind. Und wenn ich mir überlege, dass der größte Finanzierer wie BlackRock sagen, wir haben eine klare Strategie, wir investieren nur noch in Unternehmen, die eine klare Negative Emission Strategie in ihren Statements drin haben, dann weiß ich, wohin die Reise geht. Und somit wird sich jeder Unternehmenslenker diese Themen auf die Fahnen schreiben. Und wir haben jetzt das erste Projekt mit diesem Thema umgesetzt und das ist mit ThyssenKrupp. Weil ThyssenKrupp sagt, hey, wir haben hier, es geht um Altholz, die haben Altholz an ihrem Standort massenhaft. Wir können das pyrolysieren, es gibt grüne Wärme. Diese Wärme ist CO2-steuerfrei, weil sie an Ort produziert ist, als Beiprodukt. Und die haben Interesse an Zertifikaten. Und davon, glaube ich, gibt es eine ganze Menge. Und die Herausforderung ist die Senke. Und das können wir halt, weil wir das eben wiederum zurückbringen in die Landwirtschaft oder in die Erdenindustrie oder eben in weitere Absatzzweige.
Da vielleicht eine Frage an Daniel, weil wir jetzt gar nicht so richtig in das, darauf eingegangen sind, was denn das Potenzial der Pflanzenkohle auch in der Landwirtschaft ist. Daniel, kannst du vielleicht nochmal erklären, wie die Pflanzenkohle da angewandt werden kann und was da auch das Potenzial für den Boden ist? Also vielleicht noch ganz kurz zu dem, was ihr eben hattet. Also wenn man sich die Marktentwicklung von Pflanzenkohle oder auch CDR im Allgemeinen anschaut, dann sieht man, dass der Markt exponentiell wächst. Also jetzt von letzten Jahr zu diesem Jahr hatten wir ungefähr plus 100%. Da empfehle ich einfach mal dem European Biochar Industry Consortium zu folgen. Die machen da so ein Market Survey. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und ich bin selber seit 25 Jahren in der Photovoltaik. Ich habe das erlebt, wie eine Industrie von belächelt sein, Zeitungsartikel, weil ein Modul auf dem Dach geschraubt wurde, bis heute sich entwickelt hat. Und ich erlebe das jetzt gerade ein zweites Mal mit der Pflanzenkohle. Es ist mega spannend. Ich fühle mich wirklich sehr gesegnet, dass ich zwei solche disruptive Entwicklungen in einem Leben erleben darf. Also ich vergleiche die Pflanzenkohle so ein bisschen mit der Photovoltaik im Jahr 1990. Das geht jetzt einfach so rasant durch die Decke und seit Corona versteht man auch die Exponentialfunktion. Wie man die Pflanzenkohle anwendet, ist, wie eben auch genau richtig gesagt wurde, wir brauchen dann ein Ökosystem. Man muss diesen Kohlenstoff in unsere ganze Infrastruktur, in unsere Gesellschaft, in unsere Wirtschaft hineinweben. Und bei der Landwirtschaft ist eigentlich ideal so eine Kaskadennutzung. Also dass man sie zuerst im Stall anwendet, sei es die Tiere mitfüttert, das Stall einzustreuen. Dann geht das durch den Tiermagen durch die Güllegrube mit den ganzen zugehörigen Vorteilen, halt weniger Emissionen, weniger Nährstoffverluste und dann nachher geht es dann auf den Acker. Und dass man irgendwie den Pyrolyseprozess verändert, eine Designerkohle macht, das dann veredelt zu wirklich landwirtschaftlichen Produkten, wie es die Carbuna zum Beispiel macht oder andere auch, sodass der Landwirt es einfach einsetzen kann als ein pflanzenkohlebasierter Dünger. Das ist auch eine Sache, die wir gerade mitentwickeln. Da gibt es also so viele Möglichkeiten, die man das machen kann. In Dauerkulturen, im Ackerbau, im Sonderkulturenbau, im Weinbau. Das sind einfach so viele Fragestellungen, man muss ja jetzt einfach machen tatsächlich. Mhm. Also auch als Wissenschaftler muss ich sagen, wir haben gar nicht mehr die Zeit, 5-Jahres-Projekte zu machen, um alles zu verstehen, weil es ist auch ja zu komplex. Der Boden ist zu komplex, die Pflanzeninteraktion ist zu komplex. Wir sind da auch Praxis angewiesen, um das zu machen und gleichzeitig noch was zu entwickeln. Also das Potenzial ist in jedem Fall riesig. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Gigatonnen. Ich glaube, im IPCC steht fast zwischen 1 und 6 Gigatonnen pro Jahr als das Biochar-Potenzial drin. Ich denke mal, also wir sind auf jeden Fall in den Milliardentonnen und damit absolut relevant. Also ihr sagt beide, dass man eben so ein Ökosystem aufbauen muss. Was, Kaspar, ihr arbeitet jetzt mit großen Unternehmen zusammen. Was braucht es da von der Politik, dass auch das beschleunigt wird? Ja, die Zulassung vor allen Dingen, ne? Zum Beispiel Klärschlammpyrolyse. Klärschlammpyrolyse, dass die Düngemittelverordnung. Es kann einfach nicht sein, dass wieder alles an deutscher Bürokratie scheitert, dass gute Produkte gemacht werden, wo man weiß, dass sie funktionieren und dann wird irgendwas vorgeschoben. Und man ist von jedem einzelnen Landratsamt abhängig, ob die eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Ja. Das geht einfach nicht. Es muss Pflanzenkohle, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die muss EBC-zertifiziert sein, also schadstoffkontrolliert. Und wenn man die schadstoffkontrolliert hat, dann ist das besser als jeder Kompost, also besser kontrolliert auf jeden Fall. Und dann muss das in den Boden rein dürfen, dann muss es in die Landwirtschaft rein dürfen, dann muss man die Leute einfach machen lassen. Und ich glaube, dann funktioniert das auch. Hm. Ja, da, ich meine, oft wird ja gesagt, gerade von Landwirten, Pflanzenkohle ist ja schön und gut, aber es ist viel zu teuer jetzt für meinen Betrieb, das zu nutzen. Ist es dann so, dass wenn letztendlich mehr produziert wird, wenn es mehr in die Breite geht, dass es dann auch günstiger wird? Oder was braucht es letztendlich, dass Landwirte es dann tatsächlich auf ihren Feldern anwenden? Vielleicht, Kaspar, an dich die Frage. Ja, also wir vertreiben ja heutzutage Kohle und wir vertreiben die in Deutschland exklusive Firma Beisilen. Und wir sehen, dass wir die Masse unseres Produktes geht in die Erdenindustrie, weil die einfach natürlich eine andere Preissensität haben. Aber wir sehen, der Landwirtschaftsbereich wird immer interessanter und wir wissen halt genau, wo da eigentlich die Grenzen für den Preis sind. Und wir sind definitiv dabei und wissen, dass wir da hinkommen werden, wenn wir dieses ganze Thema in ein Ökosystem bringen und die Kofinanzierung über die CO2-Zertifikate hinkriegen. Und daran arbeiten wir gerade. Und da sind viele große Unternehmen und Swiss Re hatten wir vorhin gerade genannt. Swiss Re hat gerade
von Direct, von Climeworks eine Menge an Zertifikaten über einen längeren Zeitraum gekauft. Und das sind genau die Themen, die zusammengeführt werden müssen. Und dann können wir die Preise in Regionen bringen, wo der für den Landwirt sehr erschwinglich sind. Weil ich meine, es gibt heute schon Landwirte, die diese Kohle einsetzen. Und wenn ich den Preis halbiere oder auf ein Viertel runtersetze, dann hat der Landwirt, ist er bereit, tippe ich, diesen Preis zu bezahlen, weil auch heute gibt es schon welche, für die es das bringt. Und Daniel sagt es ja gerade, umso mehr ich in die Kaskade gehe, umso weiter wird es. Und das Potenzial, das Einsparpotenzial hinsichtlich CO2 ist ja noch nicht erschlagen. Wir reden jetzt hier immer nur ganz konservativ von dem Potenzial, was in der Kohle steckt. Und das ist sehr einfach messbar. Ne? Wir brauchen überhaupt nichts. Wir nehmen Lieferschein, sagen, das schmeiße ich da auf den Acker und dann ist das da. Da brauche ich gar nichts zu messen und kann nichts. Das ist einfach da. Aber was passiert denn noch mit den ganzen anderen Effekten? Zum Beispiel, wenn ich in der Erdenindustrie oder wenn ich kompostiere, die ganzen Emissionen, die in der Kompostierung entstehen, die spare ich ja durchaus auch ein. Oder die werden durch die Kohle zu großen, oder ich weiß es nicht zu welchem Teil, aber zu großen Teilen teilweise mitgespeichert. Das sind alles noch Felder, da kann Daniel, glaube ich, noch eine ganze Menge forschen und rauskriegen und andere. Aber da ist noch auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Ne? Das ist ja wirklich nur die Baseline, auf der wir hier gerade aufsetzen. Ja. Genau, man muss ja auch sehen, dass einige Pyrolyseanlagen eben auch, wie jetzt auch bei der Pyrek-Anlage, die produzieren ja mehrere Produkte. Ne? Die produzieren ja auch Wärme, die produzieren gegebenenfalls Strom und Pflanzenkohle und Negativemissionen. Ja? Das sind sozusagen vier Sachen, die den Betrieb und wenn man noch Thema Abfallstoffe sieht, auch wieder eine deutsche Regulation, ne? Was man überhaupt einstecken darf. Ne? Also dass man von wegen ab, was ist Abfall, was ist Wertstoff, also da muss man auch nochmal neu denken. Dann finanziert sich so eine Anlage eben über mehrere Stränge. Wenn man jetzt mal eine Anlage nimmt, eine Vergaseranlage von Syncraft zum Beispiel, wo wesentlich weniger Pflanzenkohle rauskommt, die ist quasi, da ist der Business Case eher Richtung Wärme und Strom. Und da kommt die Pflanzenkohle eher sozusagen als Abfallprodukt raus. Die kostet dann viel, viel weniger als bei den dezidierten Pyrolyseanlagen, wo mehr Pflanzenkohle pro Biomasse rauskommt. Also da wird es einfach verschiedene Business Cases für verschiedene Ausgangsstoffe geben. Und wenn man dieses ganze Ding eben noch mit einer Reststoff- oder Abfallstoffverwertung zusammennimmt, natürlich immer unter Schadstoff, also muss immer EBC zertifiziert sein, dass das Produkt schadstofffrei ist. Also selbst wenn man vorher zum Beispiel PAK-Material da reinsteckt, dann werden die PAKs im Prozess vernichtet. Und ich kann trotzdem eine schadstofffreie Kohle hinten rauskriegen. Das muss man prüfen, EBC-Zertifikat, wie gesagt. Und dann funktioniert das. Und Hans-Peter Schmidt hat ja gerade ausgerechnet, um die Welt zu retten, brauchen wir 400.000 Pyrolyseanlagen. Das ist ungefähr das, was wir brauchen für den Entzug von den 10 Gigatonnen, die wir jetzt eben gehört haben. Und das ist irgendwie überschaubar, das kann man machen. Und dass der Boden, das sehe ich gerade eine Frage im Chat, der kann das auch aufnehmen. Ne? Also da gibt es jetzt keine realistischen Grenzen irgendwo. Wir machen ja üblicherweise so 1-2 Tonnen pro Hektar und ja, ist vielleicht eine übliche Dosis, aber diese ukrainischen Schwarzerden, eine der fruchtbarsten Erden auf der Welt, die haben zwischen 10% und 40% pyrogenen Kohlenstoff da drin. Also es ist nicht so, dass der Boden irgendwann sagt, geh mir weg mit der Pflanzenkohle, sondern es ist eher so, dass wir das in homöopathischen Dosen einfach aus Kostengründen dazugeben. Da gibt es kein Fill-up. Und vielleicht die letzte Frage dann noch. Die Stabilität, auch das ist Teil des EBC-Zertifikats. Also das ist über wissenschaftliche Studien herausgefunden, dass je nachdem, wie scharf die Pyrolyse-Parameter sind, da ist so ein Verhältnis zwischen Wasserstoff und Kohlenstoff entscheidend, H2C-Verhältnis, gibt einem dann eine Idee, wie lange das im Boden hält. Das sind Hunderte bis Tausende von Jahren, wenn man da jetzt, sagen wir mal, auf eine 600, 700 Grad Kohle geht. Und im EBC-Sink-Zertifikat, was ja diese Senken quantifiziert und rigoros bilanzierbar macht, da nimmt man trotzdem konservativ an, dass jedes Jahr 0,4% abgebaut werden. Und das ist eine sehr, 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 sehr konservativen Seite. Ja, sehr spannend. Also großes Potenzial in der Pflanzenkohle. Sehr spannende Projekte, die ihr macht. Viel Erfolg auch, Daniel, beim Finden deiner Landwirte und so weiter. Und Landwirte habe ich, Millionen brauche ich. Okay, auch wieder ein Thema, wo man an vielen Stellschrauben drehen muss und viel testen muss und einfach machen muss, genau. Und damit, weil wir so ein bisschen hinter der Zeit sind, mache ich schnell weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es da um Technologien, die den Boden schonen können. Und das kann
einerseits die Schwarmrobotik sein, wo halt statt schweren Maschinen viele kleine Roboter übers Feld fahren oder fliegen. Und da haben wir den Rodja Trappe von Zauberzeug dabei, an den ich auch direkt übergeben möchte, wenn er mich dann hört. Ja. Ja. Super. Dankeschön, genau. Prima, ich muss noch einmal meinen Bildschirm teilen. Da fehlt anscheinend noch eine Berechtigung. Oh je. Ja. Julie. Kannst du nicht teilen? Wer ist denn hier Host? Vanessa, bist du wieder Host? Okay. Dann machen wir den Rodja schnell zum Co-Host. Technologie. Großes Thema. Ja, wir haben ihn verloren. Er muss wahrscheinlich bei sich am Computer selbst das nochmal freigeben. Okay, dann Rodja, wenn du gerade nicht im Call bist. Ja, nicht mehr, deswegen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit dem, also wir haben ja zwei Projekte, die das Thema angehen. Und das zweite Projekt ist ganz, ganz anders. Also da geht es nicht um Robotik, aber um Landmaschinen. Und dann damit gebe ich direkt an Hubertus von Cloytech. Ja, genau. Vielen Dank. Richtig. Also es geht auch um das Thema Bodenschonung, aber ich sag mal schon noch mit bestehender Technik in Anführungsstrichen. Also, ihr könnt es jetzt alle sehen, ne? Die Präsentation? Ja, wunderbar. Genau, also bei uns geht es viel um die Gülleausbringung. Wir haben ja gerade am Anfang schon von Marian, von dir gehört, dass auch, ich sag mal, Düngemittelherstellung viel CO2-Emissionen bringt quasi oder erzeugt, die wir natürlich durch eine effiziente Gülledüngung, das ist ein Nährstoff, den wir eh haben und einsetzen können, dann reduzieren können und dadurch dann auch, weniger Mineraldünger brauchen. Genau, und bei uns geht es halt viel um die Gülleausbringung. Aber warum Gülleausbringung? Was sind die, so die Themen? Was ist der Fokus? In Deutschland fallen schon über 200 Millionen Kubikmeter flüssiger Wirtschaftsdünger an, heißt Gülle und Gärreste, auch aus Biogasanlagen, allerdings auch regional sehr unterschiedlich, sodass da hohe Transportaufwände teilweise entstehen. Wir hatten es gerade auch schon, die Düngeverordnung legt auch genau fest, wann darf der Landwirt wie viel Gülle wirklich ausbringen auf seinen Flächen. Und da muss er sich natürlich dran halten und auch gucken, dass er dann schlagkräftig zum optimalen Zeitpunkt die Gülle ausbringen kann. Und halt der wichtigste Punkt, das ist wirklich umweltschonend machen. Und dabei ist wichtig, dass wir dann den Dünger applizieren, wenn die Pflanze den Nährstoffbedarf hat und nicht, wenn zum Beispiel der Boden befahrbar ist oder wenn der Landwirt gerade Zeit hat, sondern wenn die Pflanze den Bedarf hat. Und dann müssen wir ausbringen, um die Nährstoffe so effizient wie möglich zu nutzen und dadurch auch die Emissionen in die Atmosphäre, gerade auch Lachgas und Methan, die beiden doch intensiveren Emissionen zu gering zu halten. Genau, und jetzt wollen wir mal kurz auf die Technik kommen. Also ein Güllefass ist, denke ich mal, dass die meisten von euch das kennen werden. Das wird halt am Hof befüllt und dann die Gülle und dann zum Feld gefahren und auf dem Acker wieder ausgebracht. Und das ist halt relativ schwere Technik, weil wir das Fass mit der Gülle da drin und die ganze Maschine zusammen auf dem Acker haben und dadurch halt hohe Bodenverdichtung verursachen, die das Pflanzenwachstum schädigen und auch Wassererosion fördern können. Genau. Zudem ist natürlich diskontinuierlich, also nicht permanent und dann auch nicht so schlagkräftig, sodass wir nicht immer zum optimalsten Zeitpunkt Gülle ausbringen können. Und Straßenverschmutzung ist auch noch ein Thema am Rand. Aus diesem Grunde gibt es das System der Gülleverschlauchung, wo wir schon die Nachteile vom Güllefass versuchen zu kompensieren, zeitgleich aber auch Herausforderungen haben. Aber hier ist es so, dass die Gülle bis zum Feldrand gebracht wird, dort im Container gelagert wird und dann durch einen Schlauch auf den Acker gepumpt wird. Und auf dem Acker ist dann nur noch der Schlepper mit dem Ausbringgestänge und ohne Güllefass und dadurch deutlich weniger Gewicht. Und wir können eher zu dem optimalen Zeitpunkt fahren, wenn die Pflanze die Nährstoffe brauchen und haben insgesamt weniger Bodenverdichtung. Genau, das Problem bei herkömmlichen Anlagen ist jedoch, dass es viel Aufwand ist, die Systeme aufzubauen und wieder abzubauen. Und dadurch wird es in der Praxis noch kaum umgesetzt und wenig genutzt. Und es ist halt auch sehr aufwendig. Man braucht mehrere Personen und mehrere Traktoren, was es dann auch teuer macht. Und deswegen halt auch einige sagen, wir lassen es doch lieber. Genau. Und was wir dabei entwickelt haben oder daraus,
ist der sogenannte Rowdy 640, wo wir die Gülle, ich sag mal, in einer Einheit Pumpe, Schlauchtrommel und Container zusammenfügen und dadurch schneller die Gülle ausbringen können, das System der Verschlauchung praxistauglicher machen und vor allem schneller beim Auf- und Abbauen sind, weil wir einen Schlauch einsetzen, der nicht entleert werden muss und der auch nicht erst ausgelegt werden muss, bevor wir die Gülle ausbringen. Dadurch halt auch interessant wird für kleine Flächen, die wir in Westdeutschland relativ viel haben, 2, 3, 4 Hektar groß, wo andere sagen, das ist zu klein, da fange ich nicht an, die Verschlauchung aufzubauen, dass man es da dann einsetzt. Genau, und wir sind halt sehr sauber in der Handhabung. Wir brauchen keinen Schlauch entleeren. Dadurch gibt es auch nicht so Gülleflecken oder so auf dem Acker, sondern es kommt wirklich nur da die Gülle hin und genauso viel, wie wir auch wollen. Und halt insgesamt sehr kompakt und dadurch praktikabel. Wir brauchen nur noch einen Schlepper am Feldrand und können dann mit dem zweiten Schlepper auf dem Acker die Gülle ausbringen, der sehr leicht ist und die schwere Maschine wirklich stationär am Feldrand stehen lassen. Genau. Und dann noch kurz zu uns. Wir haben jetzt 2 Maschinen gebaut, also letztes Jahr den ersten und dies Jahr den zweiten an Ostern ausgeliefert. Also wir sind jetzt da so, sag mal, auf gutem Wege. Hab jetzt den ersten Techniker auch mit an Bord, sodass wir jetzt für nächsten Frühjahr starten können. 3 Maschinen werden gebaut, also ist gut was los bei uns. Genau, und wollen da wirklich Richtung eigene Produktion gehen, was dann ganz spannend wird die nächsten Jahre. Auf jeden Fall sage ich euch erstmal, immer wenn ihr Gülle riecht, denkt an Cloytec. Es ist nicht immer alles so schlecht, wie es vielleicht im ersten Blick aussieht. Genau, besten Dank. Danke dir. Du wirst uns in Erinnerung bleiben, wenn wir in die Felder laufen. Ich habe gesehen, dass Scott ja wieder da ist. Und du müsstest jetzt auch Co-Host sein und kannst deinen Screen teilen. Super, wunderbar. Oh, sehr schön. Ja, wunderbar. Es passt mir ganz gut, dass wir es so rum gemacht haben, weil jetzt ist das Thema klar. Bodenverdichtung ist ein Problem. Es gibt große Maschinen auf den Feldern und die drücken auf den Boden. Das will eigentlich keiner. Die Frage ist, warum macht man es trotzdem? Warum machen die das? Naja, es gibt halt 2 Gründe. Einmal, um die Effizienz zu steigern. Hier jetzt zum Beispiel in der Ernte. Wenn da ein Mitarbeiter drauf sitzt, der soll halt ratzfatz fertig sein und dann wieder was anderes machen können oder das nächste Feld. Aber es gibt eben auch einen anderen Grund und das ist halt die Qualität. Nämlich, wenn ich den perfekten Zeitpunkt habe, die 3 Tage gutes Wetter, die muss ich perfekt ausnutzen. Und dann muss man halt schnell auf dem Feld sein. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt an Schwarmroboter denke, da bin ich vielleicht nicht so schnell, da habe ich aber ein paar andere Vorteile. Das können wir uns mal ganz kurz angucken. So ein Schwarmroboter, die sind tendenziell klein, also es gibt viele davon. Die sind leicht, deswegen gar keine Bodenverdichtung mehr auf dem Feld. Sind autonom normalerweise, weil dann will ja nicht jeder einzeln von einem Menschen gesteuert werden, sondern die fahren dann wirklich selbstständig übers Feld. Das ist das Ziel, die Idee dahinter. Und was ein großer Vorteil von Schwarmrobotik insgesamt ist, ist die Redundanz. Weil wir bei der Redundanz, wenn einer ausfällt, dann ist das kein Problem. Dann machen noch 8 andere weiter. Bei so einem Mähdrescher, wenn der ausfällt, dann ist wirklich, dann wird's teuer. Unproblematisch eben auch für die Gewinnung oder für die Bearbeitung des Feldes. So, Schwarmroboter haben den Vorteil, dass sie im Dauereinsatz machen können, kann aber eben auch genau der Nachteil sein. Also wenn ich sage, naja, wir sollen jetzt mal 24 Stunden ernten, das geht ja gar nicht. Ne? Also, aber der andere Vorteil, man muss sich also die Felder aussuchen, wo kann ich einen Dauereinsatz machen, wo ist das sinnvoll, wo funktioniert das gut, wo ist es sogar vielleicht ein Vorteil für Boden, Pflanze und den ganzen Prozess. Und auf der anderen Seite kann ich aber diese Roboter eben in so einer Masse produzieren, dass der Preis extrem bedrückt werden kann. Also wenn so ein Mähdrescher auch mal 1 Million Euro kosten kann, ist das Ziel eigentlich bei den Schwarmrobotern in so eine Masse zu gehen, dass sie quasi so viel kosten wie ein Roller. Also 5.000 Euro, 10.000 Euro max. Da sind wir noch nicht. Aber da wollen wir hin. Wir von der Zauberzeug GmbH, mein Name ist Rotja Trappe, wir finden es eigentlich verrückt, dass diese Sachen alle noch nicht automatisiert sind. Deswegen kümmern wir uns darum, diese intelligenten Roboter und Softwaresysteme zu schreiben und zu entwickeln, damit das eben auch was wird. 2012 habe ich das Unternehmen gegründet. Mittlerweile sind wir 15 Personen und wir sind verrückt interdisziplinär. Wenn man nämlich Roboter bauen will, dann muss man alles Mögliche machen. Man muss nicht nur Software schreiben, ich bin selbst Softwareentwickler. Wir müssen natürlich auch KI machen und künstliche Intelligenz, was dazugehört. Eine Systemadministration, also die ganzen Systeme einrichten und einstellen. Aber das reicht ja nicht. Wir müssen ja auch Mechanical Engineering, also Maschinenbau machen und wirklich Roboter bauen. All das machen wir in-house, genau wie die Elektronik. Wir bauen unsere eigenen Boards und so, weil es da draußen einfach noch nicht genau das gibt, was wir brauchen. Und natürlich Produktdesign darf man auch nicht vergessen. Wir haben insgesamt
mehr als 150 Jahre akkumulierte Erfahrung einfach zusammen, aber eben aus allen möglichen Bereichen und stellen uns halt dieser kniffligen Aufgabe, Robotik live zu machen, zu automatisieren. Das machen wir vor allen Dingen im landwirtschaftlichen Sektor. Wir haben viel Dienstleistung gemacht über die letzten Jahre und machen das auch immer noch. Wir haben mehr als 65.000 abgerechnete Stunden, wo wir für große Kunden den Software entwickelt haben, Robotersysteme gebaut haben, die beraten haben, um quasi in den Markt zu kommen, um Dinge zu tun. Wir machen aber auch eigene Produkte. Unser, ich sag mal, mein Baby ist dieser autonome Roboter, wie man ja auch recht sieht, wo wir im Pferdestall unterwegs sind. Und dort erkennen wir, sehen den Pferdeapfel, fahren da zielgenau hin, packen den ein, fahren unterm Zaun durch, legen den an der Stelle ab und holen uns den nächsten. Und dann machen wir immer quasi kontinuierlich den Stall sauber. Man meint gar nicht, dass es ein Business Case ist, ist es aber, und es ist ein richtig großer Business Case, gerade für die Offenstelle, für die artgerechte Tierhaltung, ist das total wichtig, dass wir dort absammeln können. Das geht im Moment nur per Hand. Der wird ab 2022 in den Verkauf gehen und deswegen fragen wir uns, haben wir uns schon vor einiger Zeit gefragt, was ist das Nächste, was wir machen wollen? Und diese ganze Schwarmrobotik und auf dem Feld, das ist total spannend. Hier sehen wir mal, quasi das Ziel ist es, quasi eine mechanische Unkrautregulierung zu machen. Also auf dem Feld zu hacken, da haben wir vorhin auch schon mal im Beitrag was gesehen, das war aber noch an den Schlepper gekoppelt. Wenn wir jetzt an die Robotik-Sachen gehen, eigentlich geht das nur per Hand im Moment. Also man braucht halt wirklich KI, man muss sauber, ganz zielgenau diese, ich sag mal, die Unkräuter da rausholen. Gerade in der Reihe ist es halt sehr schwierig, da ranzukommen. Und da gibt es halt tolle Startups, coole Robotiksysteme, die auch schon genau sowas tun. Hier rechts zum Beispiel der zwei Roboter von Farming Revolution, mit denen arbeiten wir auch immer eng zusammen. Das macht großen Spaß und die sind auch ganz, also die machen da wirklich gute Arbeit, das will ich gar nicht schlecht sagen. Wir haben uns aber die aktuellen Robotiksysteme angeguckt, die es da so gibt. Und da muss man schon sagen, ein Problem, was die haben, ist der Dauereinsatz. Also das, was eigentlich der Vorteil von der Schwarmrobotik ist, da sehen wir noch Probleme, weil die tatsächlich, die machen Dauerhacken. Also die versprechen quasi dem Kunden oder dem Landwirt, stell den Roboter auf unser Feld und leg los. Und dann ist alles fertig. Der Roboter macht dann die ganze Arbeit. Und damit müssen sie aber eben auch so eine mechanische Hacke durch den Boden führen. Und das zieht halt extrem viel Strom und aber produziert auch ganz viel Erosion. Ja, weil wir quasi den Boden immer wieder auflockern. Der ist quasi dauer aufgelockert und pulverig. Wenn es da mal ein paar Tage trocken ist, dann ist der so aufgekratzt, dann kommt ein Wind oder ein Sturm und dann ist der ganze Boden wieder weg. Und ich finde die Roboter immer noch sehr groß tatsächlich. Also das ist jetzt hier die Variante, die haben so drei Hackmechaniken nebeneinander. Die wollen jetzt noch breiter werden. Okay, kann sicherlich sein, dass die Landwirte das wollen. Wir gehen gerade den anderen Weg. Wir denken nämlich gerade über einen Roboter nach, das ist der Mini-Feldroboter. Der wiegt da nur noch 80 Kilo, ist weniger als ein Kubikmeter groß. Das heißt, ich kann den ganz bequem ins Auto packen auch und den mal wieder hin und her fahren. Der hat nur die halbe Bodenlast eines Menschen. Wir haben hier extra auf Ketten gesetzt, wie man das quasi bei dem Mähdrescher ganz am Anfang auch gesehen hat, einfach um die Bodenlast noch mehr zu verteilen. Das hat noch ein paar Vorteile, auf die ich jetzt nicht so viel eingehen kann, aber die Bodenlast ist halt extrem gering. Also wenn ein Mensch daherläuft, der macht auf jeden Fall mehr Bodendruck. Dann ist er solarbetrieben, ne? Das heißt, die Energie kommt aus der Sonne. Und was wir jetzt hier sehen, ist quasi so ein Haarportal, auf dem wir quasi wechselbare Werkzeuge aufsetzen können. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir forschen gerade noch an dem Roboter. Wir haben, das ist ein gefördertes Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Region 4.0. Und das ist so, wir probieren gerade verschiedene Mechaniken aus, Werkzeuge, mit denen wir Unkraut regulieren können, über eine KI gesteuert quasi in den Boden eingreifen können, aber eben so minimalinvasiv, wie es geht. Wir wollen ihn gar nicht aufhacken und umwälzen komplett. Das soll der Landwirt dann mit seiner Hacke machen, wenn er meint, dass es gerade wichtig ist. Oder dass es gut für den Boden ist. Das kann der Roboter quasi im Dauereinsatz gar nicht gut machen. Sondern wir wollen genau in einer Reihe da ansetzen, wo quasi wo es problematisch wird, wo quasi das Unkraut so nah ranwächst, wo man eigentlich per Hand ran müsste. Und da überlegen wir und testen gerade verschiedene Verfahren wie einen Bohrer, einen Stanzer oder auch einen Elektroschocker, der aber zielgenau die Pflanze eben berührt, also das Unkraut dann wegseppt. Genau, und wir wollen eben nur da arbeiten, wo der klassische Traktor eben nicht fahren kann. Interessant ist eben auch, dass wir uns vorgenommen haben, weil der Roboter ist so klein und wir brauchen davon natürlich viele, wollen wir trotzdem wissen, wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist denn jetzt der große, das Unkrautaufkommen so kritisch, dass wir da wieder reinregulieren müssen, wie es ein Mensch eben auch machen würde? Der würde an die richtige Stelle gehen. Und dann nehmen wir dann Luftaufnahmen, Drohnenaufklärung zur Arbeitsplanung, um den Roboter an die richtige Stelle zu schicken. Genau.
Einsatzgebiete natürlich in der Biolandwirtschaft. Das haben wir testen das im Moment an der Zuckerrübe, an der Biozuckerrübe in der Uckermark. Wollen dann aber weiter natürlich zu anderen Bio-Anbauverfahren wie Salate, Rüben und so weiter. Aber eigentlich wollen wir auch Richtung Agroforst. Also diese ganze Baumpflege, die Bäume aufzuwachsen in einem Agroforstsystem, ist halt wirklich knifflig. Und da können wir uns vorstellen, mit solchen Mini-Robotern eben, ich sag mal, die Baumpflege total nach vorne zu treiben, sodass es sich eben auch wirtschaftlich lohnen kann, ein Agroforstsystem einzuführen. Und natürlich Permakulturen, das ist noch ein bisschen weiter weg, aber das kommt. Und wir wollen Teil dessen sein, mit unseren Mini-Robotern in Permakulturen eben auch für die Unkrautregulierung und andere Verfahren den Boden zu schonen und dem Ganzen eine Chance zu geben und eine Zukunft, einen Weg. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Radja. Total spannend. Und auch gerade jetzt hier die letzte Slide, da freuen sich bestimmt sehr, sehr viele hier in der Community, weil das Themen sind, an denen wir natürlich viel arbeiten. Und da freuen wir uns natürlich auch besonders, dass du auch bald in unserem Community-Call dabei sein wirst. Und da können wir nochmal enger in Austausch treten, auch nochmal in einer kleineren Runde. Also auch nochmal an alle Farm for Climate Initiativen, in 2 Wochen wird Radja auch beim Inspiration Community Call dabei sein. Wir würden es jetzt hier mal ohne Fragen belassen, also schreibt gerne eure Fragen in den Chat, einfach weil wir jetzt schon wirklich sehr, sehr hinter der Zeit sind, und deswegen gebe ich jetzt direkt mal an Ariella weiter. So, servus. Also ich fange direkt mal an. Zunächst natürlich vielen lieben Dank an das ganze Project Together Team. Es ist wunderbar, wie viele interessante Menschen und Ideen hier zusammenkommen. Und ohne weiter zu sprechen, lege ich einfach mal los. Und zwar für alle, die AirFarm noch nicht kennen, so seht ihr das hier so gerade? Macht das Sinn? Ja, wir sehen noch dein Presenter-Mode. Also quasi. Ah ja, man denkt dann immer, selber kriegt man es viel schneller hin als alle anderen. Aber jetzt mache ich es. So, und jetzt muss ich noch auf die... So, sorry... Alles gut. Gut, ich fange aber schon mal an. Worum geht's bei AirFarm? Wir sind eine App, auf der Landwirte sich vernetzen können und informieren. Sprich, wir haben Unternehmen, die die letztendlich zu unterschiedlichen Informationen die Landwirte auf dem Laufenden halten, sprich ihre Newsletter, aber eben auch letztendlich jegliche Informationen, die normalerweise über Fax oder E-Mails geteilt werden würden. So, und da haben wir eben auch unterschiedliche Partner schon, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir aber schon ein neues Projekt. Und hier habe ich jetzt die PowerPoint wieder auf und teile meinen Bildschirm. Also wo ich gerade war, wir demokratisieren Informationen, sprich wir informieren und vernetzen letztendlich. Haben unterschiedliche Partner, das ist jetzt nur ein Teil davon, die bei uns teilweise schon exklusiv informieren, um eben ganz gezielt ihre Landwirte auf dem Laufenden zu halten. So, wir haben jetzt aber ein neues Produkt, beziehungsweise eine neue Funktionalität, die veröffentlicht wird. Und zwar, das ist der sogenannte Förderpfad. Und der Förderpfad von AirFarm widmet sich einem großen Problem. Und da können wir eine kurze Umfrage machen. Alle, die schon mal ein Förderprogramm beantragen mussten in Deutschland, einmal kurz die Hand heben. Gut. Und alle, die nicht dadurch Kopfschmerzen bekommen haben, können die Hand wieder runternehmen. Es wären natürlich sicherlich noch alle Hände oben. So, ganz genau. Und das ist in der Landwirtschaft nicht anders. Einer meiner Lieblingszitate bisher war, ich bin kein Bürofachmann, sondern Landwirt. Es gibt etliche Förderprogramme auf EU-, Bund- und Länderebene, auf die man sich bewerben kann, die man beantragen kann. Aber die Frage ist natürlich, was für Förderprogramme gibt es? Was für Förderprogramme treffen auf mich zu? Was kann ich denn noch alles machen, um mich auf andere Förderprogramme zu qualifizieren? Und wie gehe ich überhaupt vor? Mit wem spreche ich? Was für Dokumente brauche ich? Das sind alles Fragen, mit denen sich Landwirte auseinandersetzen. Und das sind aber so viele Fragen, dass sie dann teilweise sagen, komm, lassen wir es. Ich nehme das Geld gar nicht, weil es ist viel zu kompliziert, um das Ganze überhaupt erstmal anzugehen. So, und dieses Thema, dem widmen wir uns, indem wir den Förderpfad entwickelt haben. Wie funktioniert es? Man hat innerhalb 3 Minuten ein Profil erstellt, in dem man 7 Fragen beantwortet. Diese 7 Fragen richten sich auf deine Region, deine Betriebszweige, dein Alter,
Alter hinsichtlich der Junglandwirtprämie. Solche Fragen werden eben deswegen gestellt. Und innerhalb 3 Minuten hat man dieses Profil erstellt und basierend auf diesem Profil geben wir eine Liste von allen Förderprogrammen, die für diesen Betrieb relevant sind. Und man kann dann auf die einzelnen Förderprogramme draufklicken, sieht dann alle Maßnahmen, die Fristen, die Zuwendungshöhe, die man erhalten kann und jegliche Informationen, die man braucht. Darüber hinaus alle Dokumente, die man braucht, alle richtigen Ansprechpartner, einfach alles komprimiert und nicht mehr auf 18 verschiedenen Webseiten verteilt. Wenn man in verschiedenen Bundesländern einen Betrieb hat oder 2 Betriebe hat, ist es noch viel mehr Kopfschmerzen, die dadurch bereitet werden. Und das kann man jetzt alles umgehen mit dem Förderpfad. So, wenn man eben nochmal kurz reinzoomt, wir haben auf Landwirtschaft, Forst und also für alle Landwirtschafts-, Forst- und Fischereibetriebe findet man alle Förderprogramme. Man findet alle Förderprogramme auf EU-, Bund- und Länderebene. Und die halten wir immer auf dem neuesten Stand, sprich, wenn sich auch irgendwas verändert, kriegt man eine Benachrichtigung, wie zum Beispiel, hey, dieses Förderprogramm wurde angepasst, schau dir das mal an. Hey, diese Frist steht an, nicht vergessen, den Antrag abzuschicken. Und es gibt neue Förderprogramme und die treffen auf deinen Betrieb zu, deswegen schau dir den auch mal an. So. Und das ist letztendlich, was momentan steht. Wir haben das Ganze schon angeteasert letzte Woche in Reizen in Sachsen. Wir werden es Bundesland für Bundesland veröffentlichen und genau, werden mit Sachsen als erstes live gehen. Wo findet ihr uns sonst noch? Es gibt ja jetzt endlich wieder Messen und beispielsweise sind wir Ende Oktober in Osnabrück in Niedersachsen, dann in Nordrhein-Westfalen, in Kalka. Und haben zwischendrin aber exklusive Formfests in unterschiedlichen Bundesländern, wo wir in kleineren Gruppen von Landwirtinnen das Ganze vorstellen. Und genau, deswegen gerne bei Interesse auch an solchen kleineren Formfests, wie zum Beispiel jetzt in Brandenburg und in Bayern stehen welche an, gerne einfach auf mich zukommen. Dann können wir da sicherlich noch was ermöglichen. Und genau, letztendlich dem Förderdschungel den Kampf angesagt und wir wollen Landwirtinnen dazu verhelfen, auf die Gelder zuzugreifen, die ihnen eigentlich auch zustehen, damit wir genau gezielter und effizienter an das ganze Thema rangehen können. So. Vielen, vielen Dank, Ariella. Super spannend. Habe auch hier gesehen, ne, Ivo, der natürlich mit ganz, ganz vielen LandwirtInnen spricht, hat gleich noch Ja gesagt. Also schien auch noch neu zu sein für ein paar Leute hier. Also alle, die jetzt hier LandwirtInnen sind oder direkt mit denen arbeiten. Das ist sicherlich eine sehr spannende Information. Und diese Events, ne, Ariella, werden wir auch gerne reposten bei uns in der Community. Ne, dass ihr das auch alle mitbekommt. Also vielen Dank, sehr cool, dass ihr das macht. Genau, und jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit. Danke an alle, die noch da sind. Wir machen noch mit einem kleinen Block weiter. Und zwar sind wir praktisch durch ganz viele Bereiche der Landwirtschaft gegangen und wollen jetzt nochmal in den Bereich Produktion, also Ernährungswirtschaft reingehen und da 2 Themen uns anschauen, und zwar Transparenz in der Lieferkette durch Blockchain, also wie wir KonsumentInnen besser wissen, was da wirklich passiert ist in der Lieferkette. Und das zweite ist, wie können wir innerhalb der Lieferkette Verschwendung vermeiden, ne? Auch durch einen technologiebasierten Approach. Und dafür haben wir Anthony von Hours dabei und wir haben Sarah von Spark Global. Und ich hatte auch noch ganz, ganz viele Fragen für euch, die ich euch danach stellen wollte. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich werde euch einfach jetzt von vornherein die eine Frage sagen, die wir danach für beide von euch kurz haben. Dann könnt ihr auch schon in eurer Präsentation das ein bisschen mit einbeziehen. Und ich glaube, die große Frage ist, der große Elefant im Raum, ne, ist, wie kriegen wir den Handel incentiviert, bei diesen ganzen Dingen mitzuspielen? Den Handel und allgemein die Produktionskette. Was für uns, auch in unserer Erfahrung jetzt mit Farm for Climate und in vielen Initiativen, immer der große Blocker ist. Das heißt, ich freue mich total, von euch beiden jetzt ganz kurz zu hören, was ihr macht und was eure Technologie ist, und dann gerne kurz darauf eingehen, so wie kriegen wir den Handel auf unsere Seite. Anthony, möchtest du jetzt erstmal starten? Ja, vielen lieben Dank, Vanessa. Auch hallo an die letzten Verbliebenen und an die Vor-Speaker. Super, also wirklich super tolle, spannende Themen. Üblicherweise präsentiere ich ganz viel, oder ich lasse das heute alles. Ich erzähle euch ein bisschen,
was wir machen mit Hours. Also ich bin Anthony, ich bin der Founder von Hours und wir machen Foodbrands transparent und eben mit dieser besagten Blockchain-Technologie. Die Geschichte der Branche muss ich jetzt nicht wiederholen, das wissen wir ja eigentlich alle. Es ist ein großer Treiber des Klimawandels und unserer Meinung nach sind die, ich sag mal, entscheidenden Player in dieser Branche ja nicht so angestrengt, sage ich mal, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Sie machen es wahrscheinlich eher, also verpacken zumindest unserer Meinung nach viel mehr Energie in das Thema Greenwashing. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn unserer Meinung nach, wir befinden uns einfach in dem größten Wandel dieser Branche, also wahrscheinlich seit der Entdeckung der Konserve. Das sehen wir vor allem an unseren Kunden und unseren Partnerinnen, denn die denken und handeln komplett anders als das, was am Markt ist oder das Establishment. Sie nutzen Transparenz als ein Werkzeug, ja, um den tatsächlichen Impact ihrer Produkte darzustellen. Also was das bedeutet, ihr müsst euch mal vorstellen, ich als Verbraucher scanne beispielsweise so eine Kaffeepackung und ich sehe, welcher Bauer daran beteiligt war. Ja. Ich sehe die Historie, den Weg der Bestandteile quasi vom Feld bis zum Teller oder bis in die Tasse, ja, ist ja Kaffee. Also in meiner Hand letztendlich. Ich verstehe, wie sich mein Konsum auf die Umwelt und die Mitmenschen auswirkt. Ja. Und ich sehe zum Beispiel die geteilten Löhne, den Carbon Footprint, Arbeitsplätze, die dank meiner Kaufentscheidung entstanden sind. Also das Thema wahre Kosten rückt so ein bisschen in mein Bewusstsein. Ja. Und die Blockchain-Technologie, ja, die wir halt dazu nutzen, hilft uns, all diese Informationen vertrauensvoll miteinander zu verknüpfen, ja, und damit sie auch in einen größeren Kontext zu setzen. Und zwar in dem Kontext eines neuen Netzwerks, ja, eines Kollektivs von Herstellern und Verbrauchern, was halt im Sinne aller handelt, also um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Ja. Damit zeige ich schon so ein bisschen die Richtung, wie unsere Position zum Handel ist. Der wurde nämlich in diesem Kollektiv nicht erwähnt. Aber wir sollten uns eine Sache merken. Unserer Meinung nach, wer nicht transparent ist, der hat was zu verbergen. Ja? Und mit diesem Motto würde ich auch gerne meinen kleinen Impuls einfach jetzt beenden, an meine Kollegin weitergeben und bin dann auch gerne offen für, ja, vielleicht doch kurze Fragen am Ende. Dankeschön, Anthony. Also ja, wer nicht zeigt, was er tut, der hat was zu verbergen. Hoffentlich, ne? Sind wir auch noch große Hoffnung, dass das in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Motto wird, dem der Handel sich auch unterwirft. Also ganz spannend. Dankeschön dir. Jetzt haben wir Ganzes von Sarah. Und wie gesagt, ihr habt jetzt noch ein letztes Mal auch die Chance, ihr müsst auch jetzt gar nicht mehr im Moment gehen. Wir sind noch so wenige. Ihr könnt gerne auch im Chat einfach reinschreiben. Wenn ihr noch ein, zwei Fragen habt, dann jetzt die letzte Chance an Anthony oder an Sarah. Damit Sarah. Ja, vielen lieben Dank für die Überleitung. Danke, dass du da bist. Also ich freue mich dabei zu sein und das war jetzt auch sehr spannend, was Anthony gesagt hat. Also ich würde doch nochmal zwei, drei Slides zeigen und genau, die Freigabe ist deaktiviert. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ansonsten auch der Tonspur, aber... Alles gut, ich hatte einen Job, dich zum Co-Moderator zu machen, habe es nicht, jetzt bist du es. Genau. Seht ihr die Präsentation? Super, okay. Also ich sage mal, wir von Spark Global, wir sind ein Startup, gegründet im März 2020. Es steckt aber schon sehr viel Vorwissen damit drin. Also der Founder Alex, der hat vor 6 Jahren angefangen. Und das Ziel ist es halt, eine globale Handelsplattform zu schaffen, um die Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette zu eliminieren. Und wir möchten damit auch einen Klimabeitrag leisten. Und das funktioniert so, dass wir einfach eine effiziente Abstimmung zwischen dem Lebensmittelangebot und auch dem Überangebot, das da ist, mit der Nachfrage machen. Und das funktioniert mit einer KI-gesteuerten Handels- und Distributionsplattform. Genau, also darauf muss ich gar nicht weiter eingehen. Das ist das Problem Lebensmittelverschwendung, kennt ihr alle. Und jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, ja, was wäre denn vielleicht der Hebel auch mitzumachen? Also wir haben einfach mit allen Partnern geguckt, die da mitwirken. Und vor allen Dingen bei den Supply-Partnern haben wir auch festgestellt, die Margen werden reduziert. Und Lebensmittel, die eigentlich noch bestens genießbar sind, die werden weggeschmissen. Und das möchten sie eigentlich zum Teil gar nicht. Und wir sind auch froh, dass gerade auf der Bundesebene einige Gesetzesentwürfe kommen, die gerade das Thema auch angehen und zum Beispiel dazu beitragen, dass Lebensmittelüberschüsse gemeldet werden müssen. Also auch einen Beitrag zu der Transparenz erstmal leisten und das spielt in unsere Karten.
weil natürlich die nächste Generation oder gerade wir als Konsumenten immer bewusster werden und darauf achten, was wir eigentlich kaufen und andere NGOs auch mit berücksichtigen mit unserem Ansatz. Und hier, das ist eine ziemlich gute Slide, finde ich, also wo das so zusammengefasst ist, wer sind denn eigentlich unsere Lieferpartner? Also wir haben die Produzenten, die weiterverarbeitenden Betriebe, den Großhandel und den Einzelhandel. Das ist natürlich viel Fingerspitzengefühl, sie zum Mitmachen auch zu bewegen und immer wieder mal vorpreschen, die Gespräche suchen und davon überzeugen, was der Vorteil ist. Und wenn wir diese Daten über die Überschüsse aus dem Großhandel, Einzelhandel gewinnen, dann können wir auch einfach die Menge der Überschüsse gut streuen. Also zum Beispiel an NGOs, an die Gastronomiebetriebe und Weiterverarbeitende oder Industriecaterer. Und was wir sehr gerne machen, ist zum einen dieses Weiterverteilen. Oder hier seht ihr das ganz gut, also es gibt diese zwei Streams. Einmal die Produktion, dass wir die Überschüsse abholen und weiterverarbeiten lassen. Das machen wir immer zusammen mit Partnern, weil wir sagen, wir kümmern uns um die Technologie, um die Plattform und finden die geeigneten Partner. Und die Produktion kann dann auch ein anderer sehr gut machen und lassen Obstsalate herstellen oder Suppen oder Soßen. Und der andere Stream ist eigentlich die reine Weiterverteilung, also weil jeder ja auch Rohware benötigt. Und genau. Das ist sozusagen, dass wir weiterverteilt haben, einfach mal exemplarisch. Da sind dann auch Leerfahrten mit berücksichtigt und wir hatten einfach Partner und da haben wir gesagt, okay, wir geben das mal an Hoch Mallorca und das ist eigentlich wie die Tafel. Und das sind die Produkte, da steht immer direkt drauf, wie viel Überschussware auch mitverarbeitet wurde. Also derjenige, der das Produkt kauft, der weiß, der hat eigentlich auch was Gutes dazu beigetragen, dass die Überschüsse abgeholt werden. Und in der größeren Mission, wie kann man die Partner dazu bewegen? Also wir denken an diese CO2-Zertifikate und Guthaben, dass jeder größere Betrieb eigentlich sein Unternehmen nachhaltig aufstellen muss. Und wir sind überzeugt, dass wir auch so in ein, zwei Jahren das komplett umsetzen können und eine Rückvergütung machen. Wir schauen jetzt einfach, wie viele Tonnage, wie viele Lebensmittel wurden nicht unnötig verschwendet. Das heißt, wie viel CO2 ist nicht unnötig angefallen. Und möchten das eigentlich über den Markt, diese Guthaben veräußern und die Partnerbetriebe mit beteiligen an den Gewinnen. Und genau, das ist sozusagen ein kleiner Einblick, was wir von Spark machen. Und ja, also es ist, wie Vanessa gesagt hatte, sehr viel Fingerspitzengefühl. Was sind denn eigentlich so die Hebelwirkungen? Warum würden die Partner mitmachen? Also es ist vor allen Dingen einfach den Betrieb auch nachhaltiger aufzustellen. Und keiner spricht gerne darüber, dass er Überschüsse hat. Und aber ich denke schon, dass man da hinkommt. Also weil, dass es so weitergeht, das ist ja einfach, es kann nicht so weitergehen, auch in Zukunft. Absolut, macht total Sinn. Ich war jetzt auch ganz abgelenkt. Ich habe die ganze Zeit den Galileo-Beitrag von euch gesucht. Den habe ich nicht ganz gefunden. Den musst du mal in den Chat schicke ich gerne rüber. In den Chat reinschicken jetzt gleich. Das wird mich auch nochmal, das wird mich auch mal voll interessieren. Ja. Galileo, das ist auch nochmal gezeigt hat. Also im Endeffekt haben wir hier zwei Punkte, auf der einen Seite den Handel oder die Produktions- oder die produzierenden Firmen, die mitmachen müssen, auf der anderen Seite die KonsumentInnen, die mitmachen müssen. Das heißt, uns stehen bevor große Kampagnen auf KonsumentInnen-Seite und auf der anderen Seite das an Bord bringen und hoffentlich das Positive unter Druck setzen, ne, des Handels und der Produktionsfirmen. Von daher, also erstmal vielen, vielen Dank, super spannend, große Probleme, die wir aus dem Weg schaffen müssen. Ich denke mal, vielleicht wäre es noch spannend von euch beiden jeweils zu hören, was so die größten hilfreichsten Dinge sind, die man jetzt für euch tun könnte, also auch für alle Leute, die jetzt hier im Call sind. Was sucht ihr gerade als InitiatorInnen, als Startups in den nächsten 6 Monaten? Welche Netzwerke wären spannend? Vielleicht können wir da nochmal hier ein bisschen gemeinsam überlegen. Sarah, fang du mal an. Ja. Also mir fällt halt ein, dass wir, wo wir auch immer an die Partner zugehen, gerade auf der Abnehmerseite, dass man einfach flexibel sourced. Also dieses nur allein kommunizieren. Wir haben jetzt einfach diese Überschüsse, 40%. Das hat wieder ein neuer WWF-Report aus dem Juli diesen Jahres gezeigt. Und 2,5 Milliarden Tonnen. Und wir sind mit den Partnern, jetzt verstehen wir auch immer die Bestellprozesse. Also so ein Industriekaterer oder ein Restaurant. Wir haben ihren Plan, was sie eigentlich machen wollen, was sie kochen wollen und ordern und bestellen das schon relativ zeitig, damit sie es dann auch den Mitarbeitern kommunizieren können. Und wo wir mal sagen, aber die Überschüsse regional und saisonal fallen die eigentlich immer an. Das heißt, wenn so 10%, 20% über diesen Spotmarkt eingekauft werden, dann werden die Überschüsse direkt mit berücksichtigt. Davon sind wir überzeugt. Und das ist halt eine Sache, die man vielleicht auch in der Kommunikation mit berücksichtigen muss, damit man nochmal umdenkt, wie man das Ganze effizienter machen kann. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur den Handel und die Produktionsform auf die Seite bringen, aber wirklich einen ganzen Mindset-Shift zu kreieren. Mhm.
Ne, wie genau. Wir überhaupt, also einfach auch wie Einkauf angegangen wird, komplett von genau, der. Genau, und dass man benutzt, was da ist, dass man benutzt, was an Überschüssen da ist und nicht das, was man jetzt immer gerne hätte. Also das ist ja auch beim Einzelkonsumenten angefangen und das überträgt sich dann natürlich auch auf größere Betriebe und Organisationen, die mit Lebensmitteln arbeiten. Da wird mir schon ganz anders, wenn ich da zuhöre, wenn ich an die eigene Vergangenheit denke und an, man sagt ja so ein bisschen die letzten 10 Jahre oder die 20er, ne? Das war die Zeit, wo wir alle völlig verblendet Chai-Lattes getrunken haben, mit dem Taxi herumgefahren sind und einfach Essen bestellt haben, was wir gerade wollen, ohne über an irgendwas zu denken und mittlerweile jetzt natürlich verstanden haben, dass das nicht so weitergeht. Aber ich denke an die eigene Vergangenheit, ich konnte teilweise nicht kochen, weil ich so dran gewöhnt war, aus London auch, in England lebend, dass man zu jeder Zeit immer nur genau das isst, was man ja auch gerade will. Weil ja jede Art von Essen, von jeder Art von Landesessen innerhalb von 5 Minuten in London zum Beispiel zu erreichen wäre. Und das ist so eine kranke, da wird mir ganz anders, wenn ich dran denke, diese Änderung habe ich jetzt auch schon durchgemacht und ich hoffe, das werden noch ganz, ganz viele Leute durchmachen. Ne? Gibt es noch konkrete Fragen hier jetzt an Antonin, an Sarah? Hier, Manuel, das habe ich noch gar nicht genau verstanden. Lest dir da gerne mal durch, Sarah, die Frage. Ja. CO2-Gutschriftenprodukte, die zwar zu viel produziert werden, aber dann doch nicht verschwendet werden. Mhm. Genau, also so ist es angedacht, dass wir wirklich jetzt arbeiten, weil man kann natürlich, also längerfristig ist es auch so, dass wir erstmal die Lebensmittel wieder in den Kreislauf zurückbringen möchten, aber damit auch einen Rückwärtsimpuls setzen, dass nicht mehr nur überproduziert wird, also dass auch die Überproduktion runtergeht. Und wo wir jetzt gemerkt haben, CO2 hat einen gewissen Wert einfach am Markt. Und wenn wir sagen, die Partnerbetriebe, wenn sie dazu beitragen, dass zum Beispiel 200 Tonnen geben sie ab und die wurden dann nicht, sind nicht unnötig angefallen, das kann man wieder in CO2 übersetzen, weil jede Tonne an Lebensmitteln 2,5 Tonnen CO2 entsprechen. Und genau für diese Umrechnung sitzen wir auch mit dem Thünen-Institut und mit DIN und anderen an einem Tisch, um genau das zu berechnen und wie wir das umsetzen können. Spannend. Jetzt kann mir noch, und was noch bleibt, bitte für Tiernahrung freigeben. Ja. Da bin ich mir natürlich, also bin ich gar kein Experte dafür, was dafür nötig wäre. Muss natürlich dann auch regional geschehen. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, wir hatten eine unglaubliche Menge an inspirierendem Content heute, also Inhalt. Ich habe selber ganz viel wieder dazugelernt. Vor allem die Roboter finde ich ganz, liebe ich ganz persönlich immer so, ne, solche Geschichten. Wir möchten uns erstmal ganz herzlich bedanken bei allen RednerInnen heute und auch bei allen Leuten, die im Chat wieder ganz aktiv waren und ganz viele Fragen gestellt haben. Also vielen, vielen Dank. Nächste Woche ist unser letzter Dialog dieser Reihe. Also ganz traurig, wir sind mittlerweile jetzt 7 Wochen mit einer Pause dazwischen, aber schon 7 Wochen unterwegs. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so viel dabei wart und ne, mitgefragt habt, mitgestaltet habt. Genau, nächste Woche ist das Thema Bodenverantwortung und Landnutzung. Also geht auch viel um Pachten. Wer hat die Verantwortung? Was sollte getan werden in dieser Verantwortung? Genau, wir haben nächste Woche auch internationale Speaker dabei. Ich weiß nicht, ob Common Land ein Begriff ist aus Holland, die auch von internationalen Beispielen, in sehr positiven, spannenden Beispielen, wie man Landnutzung sehr verantwortungsvoll gestalten kann, mitbringen werden. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid nächste Woche. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir hatten heute leider sehr wenige weibliche Speaker, also Speakerinnen. Das hatten wir versucht anzufragen, sind ein paar Sachen sind, ja, Ariella war da nicht dabei, Sarah war dabei, es ist sehr super, dass ihr dabei wart. Aber natürlich wären wir gerne näher an 50% dran gewesen. Da sind wir weiter dran. Wir hatten ein paar Absagen und Umschiftungen auf jeweils den männlichen Mitgründer, weshalb das passiert ist. Aber also Entschuldigung dafür. Und wir haben es auf dem Schirm für nächste Woche. Da sind wir auch wieder besser aufgeteilt mit den Geschlechtern. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Kommt nächste Woche wieder. Und wir sehen uns spätestens in der Farm for Climate Challenge dann wieder. Und wie gesagt, wer sich noch bewerben möchte, der Prototyp Fund ist weiterhin offen. Also alle gemeinnützigen Initiativen können sich für kleine Beträge, für konkrete Prototypen, Tests, ne, digitale Produkte oder sogar Hardware-Produkte noch bewerben bei uns. Da kommt immer im Newsletter, den kriegt ihr ja alle nach dem Call, da kommt der Link zur Bewerbung. Danke euch allen. Jetzt macht gerne nochmal euer Mikro an und sagt einen schönen Abend. Und danke. Vielen Dank. Euch. Schönen Abend euch. Tschüss. Vor ein paar Wochen habe ich das Gefühl gehabt, zu dem Zeitpunkt war es noch hell draußen. Mittlerweile ist es schon echt wieder fast Winter hier. Mensch. Habt einen schönen Abend. Ciao. Daniel, danke Philipp, dass du da warst. Hat bestimmt wieder gemalt heute. Der Philipp malt uns nämlich immer diese, ne, er malt uns auf, was gesagt wurde. Ja, Daumen hoch, ne? Danke Christian Henning, du hast auch eine Frage gestellt, habe ich gesehen. Ne? Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan von Veleda sehe ich hier unten noch. Ne? Dann
Habt einen wunderschönen Abend, ne? Hier. Danke, Heiner. Deine Fragen waren auch ganz toll im Chat. Dankeschön, dass du so aktiv dabei warst heute. Hätte noch 200 Stück mehr gehabt. Noch, und hättest du noch mehr gehabt? Denn nächste Woche. Mindestens 200. Aber dafür brauche ich das Mikro frei. Das ging ja heute Abend nicht, weil ich bin ein bisschen geflasht. Ich habe Ivo schon gerade geschrieben. Ich bin echt geflasht für heute Abend. Boah, bin richtig geschockt für was da in der Zwischenzeit an passiert ist. Das war gut oder schlecht? Negativ, extrem negativ. Also, erzähl. Ja, ich muss mich erstmal wiederholen. Ich habe ja auch gemerkt, ich habe so viele Tippfehler reingeschrieben, wie in meinem ganzen Leben noch nicht, weil ich kaum noch schreiben konnte. Aber gut, ich muss erstmal ein bisschen wieder auf den Teppich kommen und dann. Ja. Aber wenn du willst, können wir gerne mal ein Gespräch darüber in Gang setzen, ne? Weil es ist ja auch mal sehr, sehr wichtig, solche anderen Gesichtspunkte auch mit reinzunehmen bei uns, ne? Also gerade weil wir viele. Ja, klar. Amelie hatte mich letztens nochmal kennengelernt, ganz kurz. Genau, und. Ja. Ja, okay. Ich kann gerne nochmal telefonieren die nächsten Tage. Du kannst dich ja immer mal melden, wenn es dir bei dir passt. Und dann. Ich weiß nicht, aber du hast meine Kontakte.